Ja, huhu und herzlich willkommen hier wieder beim Quali und zu einer neuen Runde Pen & Paper Rollenspiel. Wir spielen heute Klingen der Nacht, DSA 5. Und mit dabei heute, wie immer eigentlich, die Leopardin 202 als Ilva. Guten Abend. Und der Rerion als Lothir von Frigor. Der Norden vergisst nicht. Die Feder als Ikaju. Oh, hallo. Gehüpft, habe ich gar nicht mitgekriegt, muss ich gleich mal fixen. Und Goswin wird gespielt von Pölle. Jo. So, und bevor ich jetzt irgendwas anderes mache, muss ich erstmal gucken, dass hier die Feder wieder vernünftig im Rahmen sitzt. So, Moment. Typisch Fehler. Echt mal. Ich versuche ja schon nicht aus der Reihe zu tanzen. Ja. Was bist du aber? So. I try! Als ob du das jemals versucht hättest. Oh, das ist jetzt ein bisschen hart formuliert. Aber die Wahrheit. Moment. Gucken wir mal. Mein Gott, habe ich einen riesigen Kopf. Ja. Du bist riesig. Nicht nur dein Kopf. So. Ja. Rerion, aka der Berg. Ja, und meine Kamera spinnt auch wieder. Beste Voraussetzungen seht ihr schon wieder heute für einen lustigen Abend. Im Hochsommer spielen wir im Winter. Und zwar im hohen Norden Aventuriens, wo Eis und Schnee und Firons kalter Atem die Leute nicht aus den Klauen lässt. Fühlt ihr euch schon richtig kalt? Okay. Das ist. Nee, ich nehme das als Ja. Geht so. Geht so. Okay, ja, ich zeige wieder, wo wir spielen. Das ist die Bernsteinbucht. Und unsere Helden haben den Fall von Friesow miterlebt, das kleine Dörfchen oben an der Halbinsel Niku, und das wurde angegriffen von dunklen Elfen, den sogenannten Chakragar, und dem Erdboden gleich gemacht. Und ja, die Helden sind mit den noch überlebenden Dorfbewohnern Richtung Glündhaven und dann zurück nach Frigorn und ein bisschen durch die Gegend gezogen, viele Sachen erlebt. Haben unter anderem rausgefunden, dass es sogenannte Himmelslichter gibt und haben mehrere Träger davon gesehen und miterlebt und kennengelernt. Und ja, Himmelslichter gesammelt und auch wieder verloren beim letzten Mal. Und ja, haben, ich glaube, beim vorletzten Mal sogar gehabt, die DS verloren, oder? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Wir haben schon viel zu lange wieder nicht gespielt. Ja. Vorletztes Mal. Genau, da hattet ihr es wieder verloren. Beim letzten Mal habt ihr ja, jeder für sich mehr oder weniger Verbündete zusammengesammelt, um sie in dem kleinen Städtchen Friesow wieder zu versammeln, um einen letzten Schlag gegen die Chakragar auszuführen, eine Entscheidungsschlacht herbeizuführen, und habt insgesamt gesammelt 100 Eisfuchsleute. Denn inzwischen ist Ilva die Anführerin ihres Stammes von Fjarningern. 30 Nivesen, 10 Dorfbewohner aus Frigorn, 5 nivesische Stammesleute vom Fanta herum, 15 Yetis und 15 Bannstrahler, 5 Sonnenlegionäre und insgesamt Friesoffer und Glündhavener, insgesamt 40, die sich euch da angeschlossen haben. Ja, und seid unterwegs gewesen auf dem Rückweg und wolltet euch in Friesow wieder treffen. Mitten im hohen Winter, der Schnee liegt hoch, die Wege sind dadurch erschwerlich und weit. Wenig Proviant habt ihr mitnehmen können auf die Schnelle. um eine so richtig große Streitkraft, wie ich sie jetzt mal nenne, auch zu versorgen. Das heißt, lange könnt ihr nicht warten in Friesow, bis der Schlag dann stattfindet. Und aus verschiedenen Richtungen, aus Westen und Süden und ich weiß gar nicht, ein bisschen aus dem Osten, so halb, so Südosten, eilt ihr mit euren Verbündeten auf Friesow zu. Und ja, schon von Weitem, wenn ihr über die letzten Hügelkuppen hinüberkommt, seht ihr die schwarzen Umrisse dieser ausgebrannten, niedergebrannten, zerstörten Stadt. Es gibt keinen Rauch mehr, weil die Feuer sind ja längst gelöscht. Aber irgendetwas brennt sich als Eindruck so tief in eure Wahrnehmung. Goswin hat es ja schon vor ein paar Tagen gesehen, als er drüber geflogen ist über das verlassene Dorf. Aber das ist das Dorf, von dem alles angefangen hat. Und damals, wo ihr von hier aufgebrochen seid, ja, habt ihr nicht zurückgesehen großartig. Seid einfach nur nach vorne, habt als Ziel gehabt, die Dorfbewohner zu retten. Jetzt kehrt ihr zurück und vielleicht wirkt euch jetzt erstmal das Ausmaß der Zerstörung von damals richtig klar. Jetzt, wo ihr auch die Hintergründe wisst. Und ja, auf den anderen Hügelkuppen ringsumher könnt ihr natürlich die anderen Tracks. Komischerweise kommt der zeitgleich an, weil als hätte man das irgendwoher geplant. Ja. Könnt ihr die anderen Tracks sehen. Das ist soweit der Eindruck. Sehe ich denn irgendwen von den anderen? Ja, wir waren ja hier zusammen unterwegs. Ja, dich sehe ich, ist klar. Du bist 2 Meter und stehst hinter mir, aber sehe ich Ilva zum Beispiel oder, keine Ahnung, eine Eule, die irgendwelche Kreise am Himmel zieht? Ja, ich denke, auf die Entfernung jetzt erstmal könnt ihr keine einzelnen Leute erkennen. Die Yetis werden wahrscheinlich von Weitem erkennbar sein, weil sie deutlich sich abheben gegenüber anderen. Ansonsten sieht man eine Menge Leute und Schlitten. Vielleicht sogar einige Wagen, aber meistens Schlitten, weil die Wagen ja, schlecht sind hier für dieses Gebiet. Aus dem Süden kommt mit Ilvas Stamm mit Abstand die größte Gruppe. Und ja. Wir werden einen Versammlungsort brauchen. Ja. Der Tempel müsste noch stehen, oder? Ich glaube nicht, dass da so viele reinpassen. Nee. Nur die Anführer. Man das könnte da allerdings alle mit. Statt nach einem Wort zu suchen, Kommandantur einrichten? Eine was? Das Häuptlingszelt? Grinst so ein bisschen. Ja, in unser Zelt passen nicht alle rein, das kannst du knicken. Schon klar. Also ihr seid jetzt knapp über 200 Leute und eigentlich hatte Friesow mal 300 Einwohner. Wir sollten auf jeden Fall ein Lager planen und einen Versammlungsort bestimmen. Dafür müssen wir durch die Lager gehen. Deswegen sollten wir das schnell entscheiden, damit ich mir die rechte Seite vornehmen kann und du dir die linke. Ja. Außerdem müssen wir darauf achten, dass die Leute nicht vielleicht auf komische Gedanken kommen im ersten Moment. Das auch. Deswegen würde ich vorschlagen, den alten Tempel zu benutzen. Da haben sich die Dorfbewohner damals drin verschanzt. Weißt du noch? Mhm. Und einigermaßen sicher geführt. Richtig. Und heute Abend sollten wir dort relativ ungestört sein, denke ich. Ja, was hat Ilva denn vor, wie sie ihre Leute in der Stadt unterbringen möchte? Also im Zweifelsfall haben wir ja unsere Zelte auch dabei. Ne? Mhm. Die haben wir ja auch extra zusammenge faltet und wie man das so macht und die mitgenommen. Das heißt, wenn keine Räumlichkeiten, leerstehende Gebäude oder so irgendwie verfügbar sind, in die wir irgendwie, also in die Ruinen, dass wir da noch ein bisschen Schutz suchen können, würden wir wahrscheinlich uns dann mit unseren Zelten irgendwie das so ein bisschen herrichten als Lager. Vielleicht angrenzend an Häuser, um da nochmal ein bisschen Schutz durch die Steinmauern zu haben, die noch stehen. Und da einfach so ein bisschen Platz einnehmen, wo wir es auch warm machen können, Feuer entzünden können und dann nochmal genau gucken können, wer da alles mit in die Schlacht zieht, wer vielleicht hier im Lager besser Aufgaben übernehmen kann. Und dann würde ich mich auch, wenn wir das erstmal dieses Aufbauplatz beziehen, irgendwie erstmal abgeschlossen haben, würde ich mich auch mal auf den Weg machen, zu gucken, ob ich die Gefährten finde. Einfach aus dem Grund, dass wir uns da nochmal wieder weiter zusammensetzen oder finden können, um zu gucken, wie es jetzt weitergeht und was die nächsten Schritte sind. Mhm. Ja. Goswin kommt von Osten, von Westen, wie gesagt, mit dem großen Treck aus Glündhaven. Wie reist Goswin? Zu Fuß oder nimmst du auf dem Schlitten oder Pferd? Oder? Also Schlitten wäre mir schon ganz recht. Ich meine, ich bin ja schon ordentlich hingeflogen. Ich würde mal sagen, ich habe 2 Tennisarme. Nicht, dass ich wüsste, was Tennis ist, aber... Was man von deinem Track auf jeden Fall auch von Weitem wahrnehmen kann, sind die strahlenden Rüstungen der Sonnenlegionäre und der Bannstrahler, die im Sonnenlicht funkeln. Ja, subtil sind die nicht gerade unterwegs, das ist richtig. Und ja, die beiden Geweihten, die dich begleiten, die Himmelslichtträger Wigbald von Baliho und Quenya Goldwiege vom Berg, reiten auf Pferden neben deinem Schlitten her. Und ja, sie sehen zum ersten Mal diese niedergebrannte Stadt. Und man merkt, wie es an dem Track, der eigentlich sonst relativ fröhlich war, auf dem Weg hierher, also relativ fröhlich. Man weiß schon, wofür sie jetzt marschieren. Aber das Entsetzen steht selbst den Sonnenlegionären und Bandstrahlern schon ins Gesicht geschrieben, als sie die kaputte Stadt sehen. Und Quenya meint dann, ich hätte es mir nicht so extrem vorgestellt. Ich kann nur mit den Schultern zucken und das machen, was ich am liebsten tue, Wissen nicken. Ja. Vielleicht erreichen wirklich die Stammeskrieger und der Stamm der Eisfuchsleute als erstes vielleicht die Ruinen und fangen schon an, die Zelte irgendwie im Süden, an der südlichen Grenze der Stadt aufzubauen. Ich denke, als nächstes werden Ikaju und Lothir mit den Frigornern und Nivesen ankommen. Wo habt ihr vor, dass ihr eure Leute unterbringt? Wahrscheinlich außerhalb der Stadt. Die Nivesen werden Zelte dabei haben, dementsprechend werden die nicht zwischen den Ruinen lagern wollen. Das könnte denen auch sehr unheimlich vorkommen. Nivesen neigen ja dazu, recht abergläubisch zu sein. Ja, man merkt auch die Unruhe in eurem Track. Auch die Leute hier haben auch dieses zerstörte Dorf nicht gesehen. Aber sie haben Frigorn gesehen. Mhm. Und das Monster. Ja. Allerdings dürfte das die Frigorn und die Friesow ziemlich zusammenschweißen. Mhm. Ja. Dementsprechend würden wir wahrscheinlich das Lager halt vor der Stadt aufbauen, also quasi hinter der ersten Häuserreihe irgendwo da. Ja. Also lagert ihr im Osten, quasi wenn im Süden die Fjarninger lagern, lagert ihr mit den Nivesen im Osten, mit etwas Abstand zu den eigentlichen Ruinen, weil die Nivesen sich weigern, direkt in die Ruinen zu gehen. Mhm. Das wird wohl am besten sein. Ja. Jutanuk stellt in der Mitte dieses Zeltlagers das Totem auf, was er mitgebracht hat. Und ja. man merkt ihm an, dass die Reise ihn ziemlich mitgenommen hat. Er ist halt schon alt. Ja, er wollte ja mitkommen. Er hat sich's nicht ausreden lassen. Ey, Altersstar sind alle miteinander. Der und Vika, obwohl sie so jung ist, auch schon altersstar sind. Und Nonara, so, wir sollten den und Nonara mal an einen Tisch setzen. Dann haben wir... Egal. Willst du dich jetzt über Starrsinn auslassen, Kindchen, ha? Ja, du hast auch Altersstarrsinn. Das hast du mehr als einmal bewiesen. Du hattest schon als Säugling Altersstarrsinn. Die zweitgrößte Gruppe, die Friesow erreicht, sind die Glündhavener und restlichen Friesoffer. Die Leuchtfeuer von Minas Tirith. Und ja, als ihr auf die Stadt zureitet, seht ihr halt schon, wie an zwei Seiten der Stadt schon Zelte aufgeschlagen werden. Die Bannstrahler beäugen die Nivesen und Fjarninger mit einem skeptischen Blick. Die Friesoffer, die zurückkehren quasi in ihre Heimat, sind zielstrebig nach vorne an den Track gelaufen, um als erstes sich zwischen die Ruinen zu schlagen, ihre alten Häuser vielleicht nochmal zu sehen, zu gucken, was übrig geblieben ist. Wo hat denn Goswin vor, dass er seine Leute unterbringt? Meine Leute? Ja, du hast sie ja. Ich glaube nicht, dass die Prioten mich als Kommandanten akzeptieren. Warst noch nicht gefragt. Na gut. Also das Erste, was ich tue, als ich die beiden Zeltlager sehe, war, ja, dann bleibt ja nur noch eine Himmelsrichtung über. In der Tat. Wigbald schaut ein bisschen skeptisch und meint, ein schlechter Platz, um eine Schlacht zu führen, wenn wir so offen sind. Ich sehe, wir haben uns genau den richtigen eingekauft. Du siehst, mit Taktik haben wir es nicht so. Wir improvisieren eher. Gibt es dort ein intaktes, großes Gebäude? Müssten wir mal nachschauen. Das kann ich nicht genau sagen. Ich weiß nicht, was die Chakragar mit dem Ort angefangen haben, nachdem er leer war. Ich denke, wenn wir einen Ansturm hier verteidigen wollen, dann müssen wir auf jeden Fall Verteidigungsanlagen einlegen. Ich dachte, der Plan ist zu attackieren. Ich sehe keinen Gegner hier, du? Ja, genau. Also... Alles, was ich sehe, sind tote Gebäude. Ja, wir wollten auch nicht den Ort attackieren. Wir wollen uns hier besprechen, um dann zu attackieren. Also. Ah, das klang vor ein paar Tagen noch anders. Also die sitzen ja nicht hier im Ort. Die sitzen ein paar Kilometer weiter nördlich auf dem Eis und versuchen dort an eine versunkene Insel heranzukommen, auf der die zweite Hälfte eines Dämons sitzt. Ja. Das heißt, wir müssen sie aber irgendwie aus der Reserve locken. Eine Schlacht mitten auf dem Eis draußen ist auch nicht unbedingt wünschenswert. Kann ich gut verstehen. Ich vertraue da auch. Zumal wir keine Eissegler haben. Ja. Also ich vertraue da vollkommen deiner Fachkenntnis. Wir werden uns wahrscheinlich beraten müssen. Was weißt du überhaupt über den Gegner? Schwer gepanzerte Elfen, die alle Kampfzauber drauf haben, mit Bogen und Schwert umgehen können, Speerqualitäten haben und keine Überlebenden hinterlassen. Wie viele? Das hatte Eisblüte mal gesagt, ne? Wie viele das sind ungefähr. Kann ich mich dran erinnern? Ich selber kann mich gerade auch nicht dran erinnern, dass sie euch das gesagt hat. 3 bis 5 Eissegler, 30 bis 50 Mann und davon 3 bis 5 Magier. Ja, also Magier sind es ja alle, aber... Ah. Geschulte Magier. Also zwischen 30 und 50 Leuten. 3 davon pro ausgebildete Magier. Also Boot. Noch bessere Zauberer. Also haben wir es mit einer Übermacht zu tun, wenn ich da so kurz über die Zelte schaue. Da sind sogar Kinder noch dabei, da drüben. Das sind Fjarninger Kinder. Die sind alle größer als Ikaju. Die haben in einer Schlacht nichts zu suchen, Goswin. Da hast du, glaube ich, recht. Das wird sowieso was. Ich habe schon einige Male Fjarninger kämpfen sehen, also mit meiner Göttin haben sie es auch nicht gerade. Das wird nicht einfach. Du, nimm mir das bitte nicht krumm, aber im Moment ist mir egal, zu wem die beten, wenn sie uns bei der Verteidigung dieses Landes helfen. Ich hoffe, so ganz egal ist dir das nicht. Nein, natürlich, ganz egal ist mir das nicht, aber ob sie jetzt tatsächlich Rondra anbeten oder Firun. Ich denke, wir brauchen den Segen der Göttin, wenn wir diese Schlacht gewinnen wollen. Den erbitte ich auch. Ich möchte nur keine Fjarninger zwingen, ihn ebenfalls zu erbitten. Ich sag dir, es wird nicht einfach. Mhm. Ja. Gut, ja, ihr erreicht die Ausläufer des Dorfes als letzte und ja, Zelte habt ihr auch mit, teilweise. Einige der Friesoffer machen sich irgendwie auch daran, irgendwie ein paar mitgebrachte Balken oder so, ein paar noch nicht so ganz eingefallene Häuser irgendwie abzustützen. Man merkt aber schnell, dass der Schnee, der inzwischen gefallen ist und ja, das Wetter an diesem zerstörten Dorf schon mehr mitgespielt hat auf die Schnelle, also in diesen paar Wochen, die ihr da jetzt unterwegs seid, als man sich das vielleicht hat vorstellen können. Ja, da fast alle Dächer eingestürzt oder ja, komplett verbrannt sind, gibt es hier fast keine Gebäude, was man noch wirklich richtig bewohnen kann. Ja, und wenn ihr zwischen den Häusern umherstreift und euch gegenseitig sucht, werdet ihr euch garantiert auf dem großen Platz auch finden. Ich weiß gar nicht, hatte ich eigentlich eine Einblendung von Friesow? Guck mal, ich hatte Friesow hier, da. Müsste auch bei euch im Dock müsste auch noch eine Karte sein von Friesow. Ich denke mal, da könnt ihr euch irgendwie vor dem, alles auf dem Platz vor dem Tempel vielleicht treffen. Ja, ich denke, da hatten wir auch die Leichen verbrannt. Mhm. Des ganzen Dorfes. Ja, ihr hattet ja nicht alle verbrannt, ihr hattet auch ein paar halt verscharrt. Die meisten verbrannt. Ja, wahrscheinlich steht Ikaju sehr still und sehr bleich vor diesem riesigen Massenfriedhof. Ja, auf der rechten Seite, also im Osten, quasi am anderen Ufer, sind die Nivesen und die Frigorner untergekommen. Schön dann durch das Wasser von der eigentlich zerstörten Stadt getrennt. Unten im Süden Ilva und die Eisfuchsleute und im Westen Goswin und die Glündhavener und Friesoffer. Was der Mensch erbaut hat, holt der grimme Firun wieder zu sich. kommt mir alles gar nicht so her, als sei es erst ein paar Monate her. Du weißt, wie schnell sich im Norden alles ändern kann. Ja, aber... Da hinten war die Taverne, wo wir den ersten Abend gesessen haben. Ja, da in der Straßenecke war Niralas Laden. Ja, ich erinnere mich an die Taverne, wo ich erzählt habe, dass die Waffen verflucht sind. Da ist Nonaras Hütte. Auf dem Hügel hat Iffern dich gewarnt. Es ist noch nicht so lange her. Mhm. Das hier wirkt wie eine Geisterstadt und es würde mich nicht wundern, wenn es auch eine ist. Geister. Hm. Ich glaube nicht, dass ich Frieden finden könnte, wenn ich hier gestorben wäre. Dann ist es gut, dass die Nivesen außerhalb lagern. Ich bin auch Nivesen, vergiss das nicht. Ja, aber du bist da schon etwas hartgesotten, aber meine Beste. Aber ich glaube, bei so viel Sonnenpräsenz dürfte es keine Geister hier geben. Oder zumindest keine, die sich zeigen. Wo hast du die Priesterin begraben? Wir sollten ihr zumindest mal Hallo sagen. Der Hund schon wieder. Auf dem Weg trefft ihr dann Ilva und Goswin auch. Ha, und wetten, der Hund ist bei mir? Ja, garantiert. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich aus um Dreiecken gerochen und ist dann auf dich zugerannt und hat dich angefallen. Ja, mich wahrscheinlich. Nein, angesprungen und ihn abgelenkt. Er ist tollwütig. Ah, der feine Südländer und die Häuptlingsfrau. Trägt Ilva auch die Krone? Ja, sicher. Die gehört jetzt auf meinen Kopf, nachdem ich die einmal weggelegt habe und dann auf einmal war sie verschwunden. Die lasse ich jetzt lieber. Das merke ich hoffentlich dann eher, wenn sie weg ist. Brauchst du Harz, damit wir sie festkleben können? Ja, bitte. Nee, aber das wird schon. Ich habe auch nicht vor, mich jetzt, während wir so dicht auf eine Schlacht zulaufen, nochmal so zu betrinken, wie ich das an dem Abend getan habe und wo ich dann echt... ich glaube, ich merke das schon, wenn die dann weg ist. Lothir hat sich übrigens eine Schlinge gemacht in den Arm, so lange, um die ein bisschen zu schonen. Hat ja den Pfeil direkt in die Schulter gekriegt. Mhm. Was für ein Mal aus dem Schnee. Aus, jetzt geh weg, Hund, das ist mein Mann, geh weg. Während ich aufstehe, keuche ich, lieber Lothir, irgendwann lege ich mir einen alanfanischen Akzent zu, nur damit ich wirklich mal Südländer bin in deinen Augen. Das ist schön zu überlegen. Ich weiß zwar nicht genau, was dieses Alanfa ist, aber es klingt nicht freundlich. Nee, als freundlich kann man das wirklich nicht bezeichnen. Wie geht's euch? Seid ihr gut hergekommen? Mhm. Ach doch, ich kann nicht klagen. Ich meine, man braucht halt ein bisschen, um zusammenzupacken und um den Weg zu gehen. Aber eigentlich gab es keine besonderen Vorkommnisse. Das war okay. Ich bin nur gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Mein Stamm ist entschlossen zu kämpfen. Und sie wollen sich allesamt einbringen. Sie wollten alle mitgehen. Niemand war bereit, in der Heimat zurückzubleiben und der Dinge zu harren, die da möglicherweise kommen. Auch die Kinder? Auch die Kinder. Also... Auch sie sind bereit zu kämpfen, wenn es sein muss. Auch sie sind bereit, unsere Heimat zu verteidigen. Wenn der Preis wäre, dass der ganze Norden zerstört wird, so wie wir ihn kennen. Dann wollen sie darin nicht leben. Ich weiß nicht, ob das unserem Rondrianer so gefallen wird. Mir gefällt's nicht. Was unserem Rondrianer so alles nicht gefällt. Hey, 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 das klärt ihr, ja? Okay. Ist nochmal ein ganz anderes Thema. Praktisch. Ich möchte auch dafür plädieren, dass wir jetzt nicht anfangen, jedwede mögliche Entscheidungsschwierigkeit auf traditionelle fjarningische oder andrianische Weise zu lösen. Keine Ehrenduelle, keine Götterurteile. Allenfalls wir brauchen jeden unverletzt. Ja, ich meine, ich kann den Gedanken verstehen, wenn sie wirklich den Norden übernehmen. Viele, denke ich, würden lieber aufrecht leben, als auf den Knien sterben. Andersrum. Kinder in der ersten Schlachtreihe. So. Ich weiß, dein Volk ist da anders, Ilva, aber jetzt ritzt den Magen um. Ikaju, sie sind im Kampf ausgebildet, auch die Kinder. Vielleicht reden wir erstmal miteinander. Ich würde vorschlagen, wir holen mal die Chefs zusammen. Gibt es hier eigentlich noch ein halbwegs intaktes, größeres Haus? Vielleicht der Tempel. Ja. Der Tempel. Efferd, richtig? Mhm. Mhm. Sehr gut. Wir haben noch nicht geguckt, ob sie irgendwas drin gemacht haben, aber das können wir jetzt machen. Nicht, dass sie ihn irgendwie entweiht haben, nur das versucht haben. Ich würde keine Ahnung, ob sie überhaupt da einen Gedanken dran hatten. Hm. Ich würde auch sagen, lass sie jetzt erstmal in Ruhe ankommen und heute Abend setzen wir die Besprechung an. Wir sollten dann dauern, bis so viele Leute angekommen sind, ausgepackt haben. Das und wir sollten. Die Yetis sind auch noch nicht da, also vielleicht sollten wir jemanden aufstellen, der nach den Yetis Ausschau hält, bevor die irgendwer angreift. Ich wollte gerade sagen, wir sollten diesen Schaf auf Dachse. Wir sollten vielleicht darauf achten, dass sich unsere Freunde nicht schon frühzeitig gegenseitig leicht in die Gurgel gehen. Normalerweise, alle hier sind sich schon mehr oder weniger mal begegnet. Nivesen sind mal Fjarninger begegnet, Nivesen sind Mittelreichern begegnet. Aber nicht auf engem Raum. Dann brauchen wir klare Ansagen. Wo ist ein prominenter Ort, wo man möglichst viele zusammenrufen kann? Der Marktplatz oder der Vorhof zum Tempel. Also der Tempel ist nicht am Marktplatz. Ja, müsste ich jetzt auch nochmal auf die Karte gucken, weiß ich nicht. Ja, die sind, also es gibt 3 große Plätze. Die sind aber alle in Tempeln. Also der Tempel ist schon so das Zentralste. Es gibt noch einen größeren Platz, der ein bisschen abgelegen ist. Mhm. Das heißt, wir sagen allen Anführern, dass zum Abend hin hier am Tempel die große Besprechung mit allem, was wir erfahren haben, stattfinden wird. Wir müssen die Stadt in Richtung Meer absichern mit Sperren. Am besten welche, die gut im Dunkeln sehen können, weil wir werden viel Feuer haben. Das heißt, wir haben Licht und Licht ist auf einer weiten, glatten Fläche wie dem zugefrorenen Meer sehr, sehr weit zu sehen. Das bedeutet, es könnte sein, dass wir Aufmerksamkeit erregen. Ja, und ich finde es wichtig, wenn wir schon Speer ausschicken, dass gerade dort, wo sie schon mal hergekommen sind, zumindest ein Priusgeweihter stehen sollte mit heiligem Licht. Ich denke, wir sollten auf jeden Fall eine Mischung abstellen. Am besten stellt jede Fraktion einige Leute zur Verfügung, die sich auch bei uns am Marktplatz melden sollen vorher, sodass wir einteilen können, wer wann welche Wache wo hat. Wir werden, also am liebsten würde ich tatsächlich unser Iglu-Zelt hier aufstellen, weil wir werden das Ganze irgendwie managen müssen. Das heißt, die Leute müssen zu uns kommen, wenn sie was wollen. Weil wenn wir irgendwo sind und Dinge besprechen, dann sucht man uns. Und das ist bei 200 Leuten schon ein bisschen viel. Deswegen würde ich einfach sagen, mindestens einer von uns ist immer hier. Mhm. Alles andere ist unsinnig, weil... Wir haben das angeleiert, jetzt müssen wir es auch irgendwie durchziehen. Dann lasst uns jetzt mal sehen, ob der Tempel innen in Ordnung ist. Ja. Ja, ihr seid ja erstmal jetzt, ihr habt euch ja quasi in der Nähe des Tempels dort versammelt, wo ihr die Steingräber gemacht habt für einige. Unter anderem für die Zageweite und so. Und macht mal sinnesschärfe Probe, der einer von euch oder mehrere, wer auch immer möchte, aber einer nach dem anderen am besten. Sonst kommt hier nur die Hälfte drauf im Stream an. Ich fange an. Roll it, roll it, roll it. Ja, das ist geschafft. Ja, dann müssen die anderen schon gar nicht mehr großartig würfeln. Denn Ikaju wird direkt 4 Qualitätsstufen. Ja, wird direkt auffallen, dass sich hier was getan hat, seit ihr weggegangen seid. Die Gräber sind aufgebrochen. Scheiße. Okay, ich gehe zum erstbesten Grab hin und guck nach, ob die Leichen noch drin sind. Nein. Sie haben die Leichen geklaut. Sie haben was? Sie haben die Leichen geklaut. Ich meine, siehst dir an, die Gräber sind aufgebrochen. Können die Golgariten sowas nicht riechen? Das wird uns jetzt gerade echt helfen. Vielleicht sind sie auf dem Weg, aber wenn die aus dem Süden kommen, dann dauert es ein bisschen, bis sie hier sind. Sieht das so aus, als wären die Gräber von außen oder von innen geöffnet worden? Hm, ja, wie willst du das denn rauskriegen? Naja, indem ich mir angucke, zum Beispiel, ob es irgendwie Kratzspuren innen gibt an den Steinen, als hätte jemand versucht, sich nach außen zu graben, oder ob jemand die Steine abgetragen hat. Ja, dann dürfen sie keine Kratzspuren aufweisen. Mach du auch mal eine Sinnesschärfenprobe? Und schon habe ich mir den Kopf und Kragen geredet. Eine 20. Die würde ich gerne chippen. Mhm. Eine zumindest. 15. Ja, das ist auf jeden Fall besser. Wenn sie eine Schärfe. Was war denn der. Ah, Intuition, das geht doch. Das sind dann noch. Gerade 3. Ja. Dann wirst du auf jeden Fall erkennen, dass man die Gräber von außen wahrscheinlich erst aufgemacht hat. Sie haben sie auf jeden Fall gestohlen. Sie haben sich nicht von außen freigegraben. Von innen freigegraben. Und ja, entweder um sie zu studieren, weil wir sie vielleicht anders behandelt haben als die, die wir verbrannt haben. Oder sie wollen sie erheben. Die alten Gräber hier sind übrigens auch alle geöffnet, also nicht nur die, die ihr gemacht habt. Dreh dich mal um. Ja, Ikaju stehen jetzt die Tränen in den Augen. Die ist gerade total fassungslos. Sie haben alle Gräber geöffnet. Reicht es nicht? Erst bringen sie uns alle um, dann brennen sie unser Dorf nieder und jetzt stehlen sie unsere Toten? Wo hört das denn auf? Ich nehme an, wenn niemand mehr lebt. Ja, aber hier hat niemand mehr gelebt und es hat nicht aufgehört. Kaja, das wird nicht aufhören. Das wird erst dann aufhören, wenn wir dem ein Ende setzen. Also Lothir geht da nochmal zu dem Boronsanger rüber. Mhm. Und geht da dann so zwischen den Gräbern so auf die Knie. Und legt sich dann der Länge nach tatsächlich da auf den Boden. Was machst du da? Oh, Herr Boron. Sei ihrer armen Seelen gnädig, die schon in deinem Paradies walten, die du schon weitergegeben hast an die 12 göttlichen Paradiese deiner Geschwister. Bitte lass sie uns nicht gegenüberstehen. Wir brauchen Hoffnung, nicht noch mehr Familien, die jetzt gegen sich selber kämpfen müssen. Ihr 12 seid gnädig. Und in so ein paar Tränen über seine Wangen. Komm schon, steh auf. Ja, ein bisschen ächzend wegen dem Arm rappelt er sich dann hoch. Ich wünschte, ich hätte es nochmal nach Björnolf geschafft. Dann hätte ich zumindest diesen Segen lernen können. Zwischen den Häusern kommen so jetzt erste Leute, die sich auch ins Innere der Stadt begeben haben. In eure Richtung. Leute beginnen, die Stadt zu erkunden. Fjarninger, Nivesen, Yetis, Glündhavener. Wir sollten die Botschaft überbringen. Lothir, schau du dir den Tempel an. Ich gehe zu den Nivesen. Ilva, sagst du den Fjarningern Bescheid, Goswin, du dem Rest? Heute Abend bei Sonnenuntergang hier am Tempel. Nicht mehr als 3 Mann pro Fraktion, sonst wird es zu voll. Sprechen wir darüber? Ich deute so auf den Boronsanger. Wir werden es ihnen sagen müssen, spätestens heute Abend. Lothir, schau vielleicht zu, dass die Leute hier nicht... Naja. Dann wird es jeder schon gesehen haben. Guckt dir an, wie die hier durch die Gegend rennen. Ja, aber deswegen sollte er es ihnen erklären. Erst weiter. Ich fange nur an zu fluchen oder... keine Ahnung. Jedenfalls, er atmet halt immer tief durch. Ich wäre auf jeden Fall in der Lage, den Anger neu zu weihen. Dann tu das, es wird die Leute beruhigen. Ja. Und dann sehe ich mir den Tempel an. Wir kommen danach wieder hier hin. Ich denke, ich werde auch, schaut sich mal ein bisschen um, hier bleiben. Als Geweihter. Der lächelt so ein bisschen schwach. Ja, zwischen den Häusern kommen jetzt auch einige der Bannstrahler und Sonnenlegionäre. Also die folgen Quenya und Wigbald, die deutlich erkennbar vorne wegmarschieren und auf den Tempel zulaufen. Von der anderen Seite des Platzes kommen Fanta und 2 nivesische Krieger und Mrom. Anscheinend Fjarninger scheinen sich da jetzt gerade groß nicht für den Tempel zu interessieren. Von der kommt keiner. Winken euch zu. Also ich würde gerade Quenya und Wigbald mit sehr ernstem Gesicht zunicken. Quenya läuft nach vorne. Was ist passiert? Warum das ernste Gesicht? Ich meine, klar. Sieht dann an dir vorbei auf den Borons Anger und kriegt dann so große Augen. Ja, sie haben jedes einzelne Grab geöffnet. Sie haben was? Jedes einzelne Grab geöffnet und es wird nicht lange dauern, bis Familien hierher kommen, um vielleicht ihrer Toten zu gedenken. Sie sind alle weg. Und sie nicht vorfinden. Nicht nur die Toten der Schlacht, die wir hier bestattet haben, die wir nicht verbrannt haben, alle. Alle. Generationen von Friesoffern. Zumindest die, die nicht verbrannt worden sind. Sie dreht sich um und brüllt ein paar Befehle Richtung Bannstrahler, die sofort mit Schilden und Speeren eine Aufstellung machen rund um den Friedhof. Ich werde keinen durchlassen. Das wird leider die Gerüchte nicht aufhalten, aber es ist immerhin etwas. Wir müssen keine Gerüchte aufkommen lassen, meint Wigbald. Ich werde den Igeriov sagen, dass sie ehrlich sein sollen. Aber es nutzt nichts, wenn sie leere Gräber begutachten. Ja. Ich hatte vor, den Anger neu zu weihen. Vielleicht möchtet ihr mir dabei helfen. Natürlich. Ich werde auch nach, wie heißt die, Marada schicken, damit sie sich den Tempel ansieht. Ja. Ich dachte, davon blieben wir verschont. Da hat sich noch nicht mal Glorana herangewagt. Das unterstreicht nur, wie ernsthaft es unserem Feind anscheinend ist. Ja. Und du schaust jetzt in so ein wirklich stoisches Gesicht von Wigbald. Mhm. Während dagegen das hochgradig so emotionale Gesicht von Lothir. Ja, du siehst auch, dass das Entsetzen auch in Quenyas Gesicht sich Bahn bricht. Und man sieht auch ein paar Tränen in der Wange herunterlaufen. Während die Sonnenlegionäre und Bannstrahler relativ, naja gut, sie haben Helme auf, da kann man relativ schwer sehen, was die Gesichtsregungen sind. Aber man merkt an der Bewegung, dass sie das nicht kalt lässt. Damit haben sie auf jeden Fall ihre Streitmacht vergrößert. Heute zu Sonnenuntergang werden wir hier am Tempel unsere Versammlung abhalten. Bitte nehmt daran teil, aber nicht mehr als 3 pro Fraktion. Mehr wird in diesem Tempel nicht Platz haben. Gleichzeitig müssen wir das Dorf gegen das Meer abschirmen mit Speeren. Die Chakragar greifen bevorzugt in der Dunkelheit an, die sie zur Not auch selber hervorrufen können. Also werden wir Leute brauchen, die im Dunkeln einigermaßen gut Dinge erkennen können. Oder pro Wacheinheit jemand mit heiligem Licht des Praios, dass die Schatten und die Dunkelheit vertreiben vermag. Hm. Der Feind liebt die Schatten und die Dunkelheit und kann sie auf magischem Wege erzeugen. Aber wenn etwas Dunkelheit durchdringt, selbst die schwärzeste Nacht, ist es das reinigende Licht des Herrn Praios. Richtig, meint Quenya, aber ich würde die Kräfte, die uns unser Herr und Gott Praios schenkt, vielleicht für den Kampf sparen. Mhm. Im Notfall vielleicht. Wir haben genug Lampen mitgebracht. Und wir haben auch Bernstein mitgebracht. Aus den Höhlen. Gut. Alle, die ihr für den Sperrdienst einteilt, sollen sich innerhalb der nächsten 2 Stunden bei mir melden, hier am Marktplatz. Ich bin die letzten 3 Jahre hier in diesem Dorf, in dieser Stadt herumgelaufen und in der Umgebung. Ich kenne mich sehr gut aus. Ich denke, einige der Friesoffer werden sich hier auch super gut auskennen. Ja. Mhm. Momentan so leise, es gibt ja jemanden, den ich besuchen muss. Mhm. Ja, was will Lothir denn zuerst machen? Besuchungen machen oder will er den Tempel begutachten? Das Herz und die Pflicht, das ist immer dieses Problem. Aber tatsächlich geht der Tempel leider in dem Moment vor, aber es reicht ja, wenn er durchgeht. Mhm. Weil es ist ja vor allen Dingen, er weiß halt nicht, wie viel die Chakragar über die 12 überhaupt wissen, ob die Tempel überhaupt ernst nehmen. Mhm. Kann für die auch nur ein Gebäude sein. Das weiß man halt nie. Ja, du kannst dich daran erinnern, dass die Chakragar ja Friesoffer gefangen genommen haben und gefoltert haben, um herauszufinden, was das mit den Göttern auf sich hat. Das Sicherste ist eben, selbst wenn die Statue vielleicht oder der Altar entweiht worden ist, solange das Allerheiligste im Tempel innern nicht entweiht worden ist. Allerdings wird er den auch nur unter 5-maligem Beten betreten, das Allerheiligste eines fremden Tempels. Mhm. Macht man nämlich nicht einfach so. Ja, gehen die anderen mit? Oder was habt ihr vor? Also nicht bis ganz rein, ne? Wenn er da sich... Also Lothir... Was das Allerheiligste ist. Lothir geht den kleinen Treppenstufen hoch zum Portal, das leicht offen steht, was schon mal eigenartig ist, weil ihr das verschlossen hattet. Soweit kannst du dich noch genau erinnern. Mhm. Man sieht ja auch noch hier auf dem Platz noch die Überreste der Barrikaden, die ihr damals errichtet hattet. Und innen im Tempel sieht es relativ ruhig aus. Also hier sieht man noch die Überreste. Man hat ja die Bänke zur Seite rausgeräumt, als Barrikaden benutzt, Krankenlager errichtet. Davon siehst du die Reste noch. Es sieht noch relativ wüst durcheinander aus, weil ihr damals sehr schnell aufgebrochen seid. Und ja, in Richtung Altar siehst du aber tatsächlich, dass die Statuen zerstört wurden. Herr Efferd. Die Gwen-Petrül-Steine übrigens, die sonst den Tempel erleuchten, weil hier ja kein Feuer brennen darf, sind ebenfalls aus den Wänden gerissen. Herr des Meeres und des Sturmes, der Wogen. Verzeih, dass wir deinen Tempel nicht beschützen konnten. Wir haben es mit allem versucht, was wir konnten. Aber dein Tempel hat viele Leben gerettet. Wenn Lothir sich daran erinnert, wo normalerweise, also die Tempel der 12 sind ja nach dem gleichen Schema aufgebaut. Mhm. Im Innern. Müsste sich das Allerheiligste quasi im Keller befinden, also im Untergeschoss. Mhm. Ja, du weißt, dass dieser Tempel kein richtiges Untergeschoss besitzt, einfach weil Friesow ja so nah am Meer gebaut ist, dass man da mit Kellern nicht arbeitet. Mhm. Aber du weißt, dass die eine Art Reliquie in den Altar eingelassen ist. Also in den Altartisch. In diesen steinernen Altartisch. Herr Efferd, vergib mir, aber ich muss Gewissheit haben. Dann wird er sich ganz vorsichtig dem Altar nähern und den untersuchen, ob die Reliquie noch da ist. Mhm. Ja, die ist noch da. Nimmt er die ganz vorsichtig raus, hält die so in den Händen. Hoffnung keimt auf, selbst wenn vieles zerstört scheint. Wenigstens etwas. Er wird dann die Reliquie wieder reinstellen und den Altar mal ein bisschen grob sauber machen, den Schutt von den Statuen ein bisschen beiseite räumen, halt so Kleinkram quasi machen. Also die haben jetzt nicht großartig alles komplett zerstört, die haben halt einfach die Statuen umgekippt, mehr oder weniger, und halt so, ja, versucht, die halbwegs kaputt zu machen, sodass sie halt nicht mehr als anbetungswürdige Figuren da stehen. Also ich würde sagen, er gibt sich da so eine halbe Stunde Zeit, um halt grob alles herzurichten, wo er halt denkt, dass es jetzt einigermaßen ansehnlich genug ist als Andachtsstätte, und wird dann wieder nach draußen gehen. Wenn dann noch Quenya oder Wigbald sind. Du triffst auf dem Weg nach draußen eine Handvoll Torwaller, die sich Richtung Tempel aufgemacht haben, angeführt von Marada Tevils dort hier, die du, glaube ich, noch nicht kennst, aber äußerlich auf jeden Fall als Efferd-Geweihter erkennbar ist. Wie gerufen. Schon ist die Brandung da. Die Zwölfe zum Gruße. Die Zwölfe zum Gruß. Ist das der Tempel? Ja. Sie haben die Statuen zerstört, aber die Reliquie ist noch da. Das ist gut. Hab gehört, dass sie auch den Boronsanger geschändet haben. Ja, ich habe versucht, den Andachtsraum einigermaßen wieder herzurichten, aber darum könnt ihr euch ja jetzt kümmern. Ich habe tatkräftige Hilfe. Das sehe ich. Kommt. Leute, zwängt sich dann an dir von dem Portal vorbei. Gut, jetzt kommt der schwierige Teil. Was machen denn Ilva und Goswin und Ikaju währenddessen? Ich laufe durch das Dorf und schaue mir an, wer alles da ist. Und würde das einfach erstmal so aufnehmen und dabei halt auch schon so ein bisschen überlegen, wie kann es gehen, welche Gruppe hat welche strategische Kraft oder so, welche können wo vielleicht gut eingesetzt werden und sind da möglichst in ihrem Element und mit ihren Fähigkeiten irgendwie da richtig eingesetzt. Jetzt habe ich nicht die wahnsinnige Ahnung von Kriegskunst, aber ich kann Gegner und Krieger gut einschätzen, weil ich könnte es jetzt nicht theoretisch darlegen, weil so und so, aber ich weiß, dass bestimmte Kampftypen in bestimmten Situationen gut sind oder auch in manchen einfach Nachteile haben, und würde danach so ein bisschen gucken. Wenn es geht, würde ich vielleicht auch ein paar Leute ansprechen, um dann einfach auch nochmal nachzufragen, wenn ich mir nicht so sicher bin, was deren Kampfstile angeht, was deren Kraft angeht, wo sie ihre eigenen Stärken sehen, um das einfach auch mal so ein bisschen in den Blick zu kriegen. Und ich erzähle auch, während ich so rumgehe, weiter davon, dass wir dieses Treffen für abends angesetzt haben und dass jede Gruppe 3 Leute maximal schicken darf zum Tempel, um dass wir uns besprechen können und die dann auch gerne innerhalb ihrer Gruppe schon mal ein bisschen vorüberlegen können, wo sie sich vielleicht sehen bei der Schlacht oder so, um da einfach zusammen losgehen zu können. Das macht, dass ich einen Eindruck kriege, und das macht, dass die uns auch schon mal gesehen haben. Gut, haben sie ja in der Regel die meisten ja eh schon in verschiedenen Zusammenhängen, aber dass es irgendwie auch klar ist, so, dass es jetzt irgendwie, jetzt geht's rund langsam, jetzt so die Ruhe vorm Sturm. Genau. Und zum Schluss würde ich wieder zu den Fjarningern auch zurückkehren, gucken, wie weit es da ist. Auch da habe ich natürlich eine Verantwortung irgendwo, wird mir tatsächlich aus dem Kriegerrat auch 2 noch an die Seite suchen, die ich wirklich dann abends auch mitnehmen kann. Und das auch mit den anderen Kriegern schon so ein bisschen auch tatsächlich genauso, wie ich das den anderen Gruppen rate, auch schon mal so ein bisschen vorüberlegen, wo wir uns in der Schlacht sehen und wo wir uns gut einbringen können. Genau. Ja, und dann genau. Auch nochmal tatsächlich mit den Schwächeren, in Anführungszeichen, mit den Älteren, mit den Kindern zu reden, um zu gucken. Natürlich passt mir das auch in dem Sinne nicht, dass ich jetzt irgendwie da Kinder an die vorderste Front schicken will. Aber ich kenne mich selber, so ganz alt bin ich ja auch noch nicht. Und also selbst mit Übungsschwert in der Hand bin ich furchtlos auf alles zugerannt, weil ich irgendwie wusste, dass es eine Sache ist, wenn ich weiß, wofür ich kämpfe, dann materialisiere ich Kräfte, von denen man vielleicht nicht gedacht hätte, dass ich sie hätte. Und deswegen will ich die nicht unterschätzen, aber ich will sie auch nicht verheizen. Und deswegen sehe ich sie eher hier als Schutz des Lagers, und um hier halt so ein bisschen zu sagen, ja, aber du musst ja, ihr müsst ja jetzt, auch so rede ich auch mit den Kindern, ihr müsst jetzt hier auf die aufpassen, guck mal, die Älteren und so, ne, aber ihr, wenn man euch ein Schwert in die Hand drückt, dann weiß man noch genau, oder hier ein Skraier oder irgendwas, dann weiß man doch genau, dass ihr das dann auch hinkriegt und so, und ich verlasse mich auf euch und red denen gut zu, dass sie dann nachher da auch wirklich hoffentlich irgendwie gestärkt rausgehen und sagen, ja, die lässt uns jetzt hier nicht zurück, weil sie uns nicht dabei haben will, sondern wir haben hier voll die wichtige Aufgabe und uns muss es auch geben. Ja, du unterhältst dich vielleicht unterwegs, wenn Fanta, die ja auch mit ihren Kriegern da war. Mhm. Ja, sie schlägt vor, auch jetzt schnell schon halt Verteidigungsbarrieren zu errichten, und meint dann so, die meisten fähigen Krieger haben halt deine Leute, und ja, ob du ein paar empfehlen kannst, die sie anleiten kann, dass sie Barrikaden bauen. Mhm. Ja, da würde ich sofort ein paar zusammentrommeln, also generell, wie man sich ein bisschen absichert, da ein Grundverständnis davon haben meine Krieger ja auch, und das dürfte zusammen also auch das dann funktionieren. Das Eisfuchsleute-Lager ist definitiv auch sofort, nachdem die Zelte aufgebaut wurden, sofort mit Barrikaden versehen worden, mit Schneewellen und Speerbarrikaden. Ja. Wenn du zwischendurch dann wieder zurück in dein Lager kommst, mit den Kindern zu sprechen, wirst du auch dann von deinem Kriegerrat auch mitkriegen, die anderen sichern ihre Lager gar nicht. Was sind das denn für welche und so? Ja, dann versuche ich die noch so ein bisschen zu motivieren. Pass mal auf, Leute, wir sind zusammen eine Streitmacht. Dann geht doch mal hin, zum Beispiel da zu Fanta, und guck mal, dass wir unsere Verteidigungsanlagen vielleicht doch ein bisschen weiterziehen und auch für die anderen mehr bauen, dass wir uns gemeinsam hier absichern, als eine Gruppe, die gemeinsam für die Sache einsteht. Okay, Ilva, dann gehen wir los und sichern die anderen Lager auch. Das finde ich gut. Auf geht's. Und so ziehen die Fjarninger los und sichern die nivesischen und praiotischen Lager. Ja. Ja, immerhin, das können die Fjarninger ganz gut. Ne? Das können die. Ja. Also da macht denen keiner was vor. Ja, ja, wie ist was bei Goswin und Ikaju? Goswin geht Zelt aufbauen. Zelt aufbauen. Ja, wo willst du das Zelt aufbauen? Wirklich hier irgendwie auf dem Platz oder wo? Oder irgendwie... Ja. Okay. Auf dem Platz. Also ich red mit keinem, ich baue einfach Zelt auf. Ja, ich helfe dir. Ich bin ja sowieso erstmal hier, und wenn dann Leute kommen, die sich halt für den Spähtrupp melden, also für die Spähschichten, dann steht das Zelt hoffentlich schon. Ich meine, es ist ein kleines Zelt, und wir haben das ja jetzt schon einige Male auf- und abgebaut. Ja, zwischendurch wird bei euch noch Nonara und ihre Schülerin werden an euch vorbeikommen auf dem... Vika! Genau, Vika, ja. Vorbeikommen, und ein hübsches Zelt habt ihr da. Ich guck mir mal die Penisse an. Ja. Ja, Vika grinst noch über beide Backen. Irgendwer so schöne Penisse auf Zelte gemalt wie ich, ja. Also bitte. Guck mal, Vika, du magst doch Ilva, ne? Das hat Ilva gemalt und das hat Ilva gemalt. Und das warum malt Ilva solche Sachen? Das verstehst du, wenn du älter bist. Warum sagen das immer alle? Weil ich bin schon voll groß. Das ist richtig. Ich stelle mich mal neben sie. Ich weiß, was das ist. Aber ich weiß noch nicht, warum man das auf Zelte malt. Ist das deiner? Ist das ein Abbild von deinem, Goswin? Ich hab meinen noch. Lass dich aber nicht gucken. Ich lasse die beiden mal alleine. Dann können die jetzt unter sich diskutieren. Vika, suchst du mit mir Holz? Holz? Für ein Feuer. Müsste ich ja wieder raus zum Wald. Ich wollte eigentlich gucken, was von der Hütte noch über ist. Dann so. Dann gehe ich alleine. Es sei denn, du brauchst Schutz. Dann komme ich mit und pass auf dich auf. Schaut so Richtung Ilva, die gerade wegmarschiert. Ja, ich brauche Schutz. Schaut dann Richtung Nonara, die nickt dann nur, zwinkert Goswin zu. Dann helfe ich Goswin. Lieska! Dann deutlich auf Goswin. Folgen. Und. Mhm. Also ich nehme die beiden da mit. Also euch wird aufgefallen sein, dass meine Laune nicht unbedingt die beste ist, seitdem wir hier zurückgekommen sind. Die ist mindestens clouded. Aber nicht so schlimm wie Lothirs besessen, oder? Nee, nicht so schlimm wie Lothirs. Das ist gut. Was ist mit ihm los, Ikaju? Fragt Nonara. Ich glaube, uns allen schlägt die Rückkehr hierhin auf den Magen. Mir geht's auch nicht gut, aber ich kann es vielleicht besser verstecken. Ich habe erwartet, was wir hier vorfinden. Wusste, dass das nicht besonders hübsch wird. Na, wir haben unschöne Entdeckungen gemacht. Hm. Ich hörte davon. Ich werde jetzt mal die Späher rumführen. Da sind ein paar Friesoffer. Mit dem kann ich absprechen, wann und wo die Wachen gewechselt werden. Und dann können die sich selber organisieren. Hm. Okay. Ich bin bei meiner Hütte oder dem, was davon über ist, wenn du mich suchst. Ja. Grüß Warzerich von mir. Hm. Ich denke, das hat er gehört. Klopft so auf den Rucksack. Fuck. Dann seid ihr alle beschäftigt und Lothir sucht im Lager der Friesoffer nach einer bestimmten Person. Ja. Das scheint Ewigkeiten her zu sein. Ist aber eigentlich gar nicht so lange. Ja. Allerdings hat sich Lothir auch schon recht lange nicht mehr im Spiegel betrachtet, also das wird bestimmt unterhaltsam. Ja, also er wird mal gucken, ob er Nirala findet. Ja. Wo suchst du denn zuerst? In einem Anflug von Nostalgie, so wird er tatsächlich mal bei ihrem Haus vorbeilaufen. Ja. Ja, das Haus ist, ja, da es ja am Wasser war, eins der ersten Ziele gewesen. Mhm. Dementsprechend nur noch einen Schatten seiner selbst. Aber tatsächlich siehst du vor dem Haus sitzend und aufs Meer rausstarrend Nirala. Und hier bleibt dann halt kurz stehen und erinnert sich daran, dass sie ja gerade gesprochen hatten, als die Chakragar angegriffen hatten. Mhm. Ganz komisches Gefühl. Ganz Hilfe. Lieska hat mein Handy geklaut. Moment. So. Einen ganz kurzen Moment lang erwartet er fast ein schwarzes Segel zu sehen. Mhm. Kein schwarzes Segel. Und dann wird er halt langsam auf sie zugehen, aber so, dass man ihn auch hört. Mhm. Scheint Ewigkeiten her zu sein. Hm? Oh. Lothir. Er kommt dann rum und lässt sich dann so ächzend neben sie sinken. Wirklich ächzend. Was ist mit deinem Arm passiert? Steckt den Pfeil drin. Du hast gesagt, du passt auf dich auf. Der fährt sich mal so durch den Bart, der jetzt auch ein ganzes Stückchen länger geworden ist. Voller grauer Stippen drin. Und er hat bestimmt, als sie sich gesehen haben, fast 10 Kilo abgenommen. Ja. Betrachtet dich nochmal von oben bis unten, sieht so dieses innerliche Kopfschütteln, obwohl sie nicht mit dem Kopf schüttelt, im Blick. Und dann sagt nichts weiter, sondern legt einfach nur ihren Arm um dich und drückt dich. Ja, das wird er schon fast manisch erwidern, wenn sie gleich an sich pressen. Ich bin ein Idiot. Das habe ich immer gesagt. Ja, du kennst mich wohl besser, als ich mich selber kenne. Ich mag Idioten. Diese Reise hat mir sehr viel abverlangt, aber mir auch für vieles die Augen geöffnet, was ich vorher gar nicht wahrgenommen hätte. Ich habe die Geschichten von Goswin gehört. Ich weiß nur nicht, wie viel ich davon glauben kann, soll. Welche Dummheit willst du als erstes bestätigt haben? Ich glaube, ich möchte lieber nicht drüber reden. Das wird... Das Seltsamste von allen war, dass ich die getroffen habe, die mir das Leben rettete. Du meinst Efferd? In meiner Arroganz dachte ich, es wäre Efferd gewesen. Diese Geschichte erzählst du, seit wir uns kennen. Sie war es nicht. Oh. Das tut mir leid, Lothir. Ich denke, ein Waisenkind muss solche Geschichten erfinden, aber... Sie ist eine Chakragar. Die gegen ihr Volk aufbegehrt und sich in eine weiße Schwänin verwandeln kann. Und kriegt so einen skeptischen Blick. Und sie trägt einen Himmel. Ist sie nett? Auf eine gewisse Art ja. Sie ist sehr neugierig und auf der Suche nach... Der neigt sich jetzt so ein bisschen von dir weg. Naja, sie ist irgendwie in gewisser Weise meine Mutter. Auf eine sehr komische Art und Weise dann. Ein leicht erleichterter Gesichtsausdruck. Kriegt wie über Lothir gar nicht richtig mit. Es ist irgendwie... Man merkt halt, dass sie doch in einem sehr seltsamen Volk aufgewachsen ist. Schaut sich um. Und jetzt haben sie entführt. Und sie hat ein Himmelslicht. Was hat das mit diesen Himmelslichtern auf sich? Ja, grob zusammengefasst. Hast du auch eins? Nein. Nein. Warum nicht? Ikaju, du solltest eins haben. Ikaju hat eins und es hat schon richtig gewählt. Wie gewählt? Theoretisch tragen kann so ein Himmelslicht jeder. Aber die wahren Kräfte entfalten sich nur, wenn es eine Art Übereinstimmung gibt. Ist das dieses Ding, was ich untersuchen sollte damals für den Elfen? Ja. Ah. Davon gibt es mehrere. Ich habe bei Quenya und diesem Wigbald eins gesehen, ja. Mhm. Sie stehen, wenn ich das so richtig noch verstanden habe, für die Himmelswölfe. Hm. Es wird immer verrückter. Ja. Elfen, Dunkelelfen, nivesische Mythologie, ein zerstörtes Zuhause. Sag, ist das wahr, was Goswin erzählt hat, dass Frigorn auch zerstört ist? Lothir schließt kurz die Augen. Ja. Hm. Und dort habe ich die größte Dummheit überhaupt begangen. Was? Die Chakragar erweckten das Ungeheuer, was im blauen See leben soll. Ich war verzweifelt. Ich habe gesehen, wie sie Frigorn dem Erdboden gleich gemacht haben und ich musste an Friesow denken. Ich musste daran denken, wie viele hier gestorben sind, wie rücksichtslos und gnadenlos sie vorgegangen sind und entgegen meiner Art, immer allem und jedem mit Sanftmut zu begegnen, war ich da zum ersten Mal einfach nur so wütend, dass ich schreien wollte. Und das tat ich. Aber was ich dort herausgeschrien habe, war nicht einfach Beleidigung oder Schmähungen. Ich habe den Herrn des Winters selbst herausgefordert, einzugreifen, das nicht geschehen zu lassen, und ich habe die wilde Jagd gerufen. Und dann bist du noch hier? Wieder hier, ja. Ich habe es überlebt. Die wilde Jagd lässt keinen gehen. Ich weiß nicht genau, ob sie die Kreatur vernichtet haben, aber danach war die Kreatur und die Chakragar aus Frigorn verschwunden. Aber ich habe einen hohen Preis dafür bezahlt. Lothir? Ja? Warum erzählst du mir das? Weil ich dich immer aus den Sachen der Götter, aus den Ifern Glauben, aus meiner Tätigkeit als Geweihter größtenteils herausgehalten habe. Und das ist nicht richtig. Das war es nicht. Das war nicht richtig. Du hast immer gesagt, dass... Naja, bis auf, als wir aus der Stadt hier rausgehen sind, nach Glündhaven, hast du immer gesagt, dass deine Göttin vorgeht. Vor mir. Ich weiß. Und ich bin ein Idiot. Es geht nicht darum, ob irgendetwas vorgeht vor etwas anderem, ob irgendetwas mehr oder weniger Bestand hat. Es geht auch nicht darum, ob man die Götter den Sterblichen vorziehen soll. Es geht darum, was wirklich richtig und was wirklich falsch ist. Und das ist? Falsch ist es, den Menschen, den man mehr liebt als alles andere auf der Welt, aus dem wichtigsten Aspekt des eigenen Lebens herauszuhalten. Sie schließt die Augen, öffnet sie dann wieder und blickt dich mit großen Augen an, zuppelt dir dann so ein bisschen am Bart rum, sodass er ein bisschen gerader wird und gibt dir einen dicken Kuss. Weißt du, Lothir, es ist mir egal, was du gemacht hast. Du hattest mir ein Versprechen gegeben. Ich war immer sicher, dass du das hältst. Ich habe nachts zu Ifirn gebetet, während du weg warst. Und zu den anderen 12, zu Travia, zu Raja, sogar zu Firu. Und als Goswin alleine wiedergekommen ist nach Glündhaven, hatte ich echt Angst. Aber ich wusste, dass meine Gebete gehört worden sind, weißt du, aus irgendeinem Grund. Bevor ich mit ihm gesprochen habe, wusste ich Bescheid, dass wir uns wiedersehen hier vor dem Haus. Deswegen habe ich gewartet. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dich hier auch zu finden. Und du hast mich immer aus diesen Göttersachen rausgehalten. Ja. Weißt du, die Götter sind nicht nur für dich da, Lothir. Ja, das habe ich gelernt. Und auch, dass ich nicht der Norden bin. Mhm. Das hier, der liegt mal so Richtung dem Meer. Diese eine Sache müssen wir alle noch zu Ende bringen. Denn sonst gibt es nichts für die, die nach uns folgen. Außer ein Leben in Knechtschaft und Sklaverei. Nein. Ein Leben in Abhängigkeit und Sklaverei klopft auf ihr Bein, lasse ich nicht zu. Und wenn diese Gefahr überstanden ist, wenn das vorüber ist, dann hältst du dein Versprechen. Dann heiraten wir und ich bleibe bei dir. Für immer. Dann wandere ich nur noch um das Dorf herum. Ikaju würde jetzt sagen, hast du schon mal einen Wolf, der herumstromern will, davon abgehalten, herumzustromern? Na, zum Glück bin ich kein Wolf. Zum Glück bin ich ein Schwan. Er schmunzelt. Stupst dich so weg. Du weißt ganz genau, was ich mit diesem Bild zeigen wollte. Den grinst du ein bisschen. Nur weil du jetzt mehr von diesen komischen Götterbildern und Geschichten weißt, heißt es nicht, dass ich auch eine tolle Allegorie oder wie das heißt, sagen darf. Ja, da hast du recht. Weiß ganz genau, dass ich recht habe. Du hast fast immer recht. Du hast nur da nicht recht, wenn du schläfst. Ich wollte eigentlich gucken, was mit dem Haus ist. Ob man hier übernachten kann oder so, aber es ist wirklich... Hast du ein Zelt oder so? Ich habe eins mit, ja. Ah, prima. Oder wir bauen uns ein kleines Iglu. Er schmunzelt wieder so ein bisschen. Soll das heißen, du willst nicht ein Zelt mit mir teilen? Iglu ist gemütlicher. Ja. Aber ich krabbel auch gerne ins Zelt mit dir. Na dann los. Ach so, streckst du die Hand nach oben. Es wäre gut, wenn mich jetzt einer aufrichten, mir helfen könnte beim Aufrichten. Ah, wenn doch nur einer da wäre. Ach so, ist ja. Hm. Ja, wird Lothir dann machen. Ich muss von den Egelios noch meine Sachen abholen. Weißt du eigentlich, dass Ikaju und Goswin verheiratet sind? Ach. Ich wusste, irgendwas ist anders als Goswin, als ich ihn gesprochen habe. Aber er sprach eigentlich nur über dich. Naja gut, ich hab mit ihm über dich gesprochen, aber aha, das hat er nicht erzählt. Ich muss mir die Drahtstante mal vornehmen. Ich muss dir unbedingt mal das Zelt zeigen, was Ilva für die beiden bemalt hat. Oh ja, das würde ich gerne sehen. Dann muss ich ja auch noch ein Hochzeitsgeschenk für die beiden machen, oder? Naja, hattest du nicht mal diese traditionelle Bronjarendecke angefangen? Du meinst, ich soll eine Bronjarendecke, wirklich? Du meinst, naja, falls es sie ins Spawnland verschlägt? Ich glaube, die gehen in den wilden Süden irgendwann. Also nach Lowang oder so. Es gab Zeiten, da hast du das Bornland auch als Süden bezeichnet. Ja, man wird älter, aber nicht weiser. Nein, ich dachte eher an eine schöne Muschelkette für Ikaju und für Goswin, ich weiß nicht, ein Satz Ohrringe vielleicht. Für die, du weißt schon. Ich glaube nicht, dass das allein die Vorstellung ist allerdings amüsant. Meinst du, das mag er? Ich glaube nicht. Ohrringe sind, glaube ich, nicht so seins, aber... Ich frage ihn mal. Dein Geschmack für Mode... Tut mir leid. Schon so an dir hoch und runter. Dein Mantel ist dir ein bisschen groß geworden. Du hast gut abgenommen, Lothir. Na gut, das muss das ganze Jahr haben. Ich mochte den Speck. Ja, dann muss der wieder dran, fürchte ich. Sonst bin ich noch irgendwann so dünn wie Goswin. Nein, nein. Nein? Nein. Gut. Und kommen ja nicht auf die Idee, die kommen, so Ohren wachsen zu lassen. Nee. So, jetzt lass uns gehen. Sehr wohl, Verlobte. Das gefällt mir. Weißt du, wenn mich mein Vater jetzt sehen könnte? Tja, mittlerweile glaube ich sogar, dass er einsehen würde, einen Fehler gemacht zu haben. Du kennst deinen Schwiegervater nicht besonders gut. Das ist richtig. Deswegen auch keine Bronjarendecke. Ich würde nicht, dass die beiden irgendwo in die Nähe von diesem heruntergekommenen Land gehen. Tja, ich weiß nicht viel über Lohwangen, außer dass es im Süden liegt und sehr interessant sein soll. Lohwangen liegt nicht im Bornland, Lothir. Das weiß ich. Gut. Hatte doch irgendwas mit dem Swelschen Städtebund, glaube ich, zu tun. Dann lass uns jetzt gehen. Ich werde mein Zeug holen und dann kann ich heute Abend vielleicht am Feuer an der Muschelkette arbeiten und an den Ohrringen. Hoffen wir mal, dass die Geliows nichts wirklich Wichtiges versetzt haben. Was mache ich denn, wenn Goswin keine Ohrringe mag? Was mag er, Lothir? Was mag er? Elfisches Zierrad, denke ich. Und Eulen. Ich könnte eine Eulenbrosche machen. Das, glaube ich, könnte ihm gefallen. Oder eine Eulengewandfibel oder so etwas. Oder so etwas, um den Umhang festzuhalten. So eine. Ja. Ich glaube, sowas habe ich sogar noch, aber es ist keine Eule, sondern eine Schildkröte. Ich glaube, bei der Eule würde er sich freuen. Ich schau mal. Wir haben ja ein bisschen Bernstein auch noch gekriegt von den... Vielleicht zwacke ich mir was ab und mache da draus so ein Eulenborschen-Ding. Das klingt gut. Ja. Bin nicht umsonst die beste Schmuckmacherin im Norden. Das wohl war. Ja. Und so gehen Lothir und Nirala zuerst zurück ins Lager und dann... ja. Gut, wir springen ein bisschen auf den Abend zur Versammlung im Tempel. Es sei denn, jemand von euch möchte noch irgendwas Wichtiges machen. Ich würde mir meinen Ehemann noch mal krallen wollen, aber das kann ich auch kurz vor der Besprechung machen. Ja, mach das doch. Der kommt mit Vika vom Holz holen. Wie ist denn deine Laune? Also ich stapfe total, Mundwinkel ungefähr 3 cm unter meinem Kinn. Vika so schlimm! Bitte? So schlimm! Vika dürfte auch dementsprechend gelaunt sein, weil ich wirklich gar nicht mit ihr gesprochen habe die ganze Zeit über. Und auch überhaupt nicht drauf reagiert habe, wenn sie da so versucht hat, mich aufzuheitern oder so. Ich gehe mal stark davon aus, dass sie es versucht haben wird. Ja. Ja. Lieska trottet wahrscheinlich auch so neben mir her. Du hast Lieska die Laune verdorben? Oh Gott, wir müssen reden. Jetzt schlägt's 13. Er hat meinem Mund die Laune verdorben. Das hat noch keiner geschafft. Ja gut, ich schicke Lieska und Vika dann spielen. Bedanke mich bei ihr fürs Feuer sammeln. Ich weiß nicht, stapfst du ins Zelt oder so? Nö, ich baue dann das Feuer auf. Okay. Also, es wird eine ziemlich grottige Feuerstelle, aber ich versuche mein Bestes. Mhm. Ich setze mich dir dann einfach gegenüber in den Schnee und beobachte dich eine Weile bei deinem Tun. Und irgendwann spreche ich dich an, möchtest du mir erzählen, was in dir vorgeht? Ich gucke so hoch. Wird das was ändern? Vielleicht geht es dir danach zumindest ein bisschen besser. Probier's aus. Ich nehme das sehr, ich nehme deine Frage von vorhin sehr ernst. Wo hört das eigentlich auf? Und wo hört das auf? So wie es im Moment aussieht, wenn wir morgen alle sterben und unsere Leichen werden in die Hände von denen da fallen. Und ich zeige in Richtung Norden. Und das macht mir einfach verdammt schlechte Laune. Und was ist, wenn wir nicht hingehen? Wenn wir weglaufen? Dann wird genau das hunderten anderen passieren. Tja. Das ist mir schon ziemlich lange klar, dass wir morgen wahrscheinlich alle sterben werden. Ja, ich bin normalerweise der Erste, der dagegen anredet. Aber jetzt gerade stehe ich da. Stehe ich da einfach nur vor. Kaio würde sich mal neben dich setzen. Und dir einen Arm um die Schultern legen. Ja, ich lasse mich auch so in den Schnee plumpsen. Ich habe auch Angst. Ich habe furchtbare Angst. Und, wovor ich Angst habe, ist, dass diese Angst ausbricht. Sie lauert unter der Oberfläche, weißt du. Ich weiß, dass sie da ist. Ich kann nichts dagegen tun. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht oder den anderen. Diese Typen sind das personifizierte Böse, ja? Mit voller Macht. Um ehrlich zu sein, habe ich immer gedacht, dass die Schwarzpelze das Übelste sein könnten, was so daherkommt. Nix da. Die Chakragar sind nicht für mich das personifizierte Böse. Nein? Nein. Das Ding, was wir aus Lothir rausgeholt haben. Das ist das personifizierte Böse. Das ist ein Dämon. Der ist einfach anders. Den kann ich erklären. Irgendwie. Der verhält sich auf eine sonderbare Art chaotisch vorhersehbar. Bei den Chakragar weiß ich wirklich nicht, was als nächstes passiert. Doch eigentlich müsste ich es wissen. Ich müsste mir einfach das Übelste vorstellen, was möglich ist. Das Böseste. Das Niederträchtigste. Wenn ich nur darüber nachdenken würde, wie ich jemand anderen fertig mache. Ich kann nicht so denken. Ich auch nicht. Ich kriege das nicht hin. Und genau deswegen verstehe ich die Chakra gar nicht. Deswegen kann ich nicht nachvollziehen, worauf sie aus sind, was sie wollen. Aber das hat Eisblüte uns doch gesagt. Ja, und hast du es verstanden? Sie wollen ein Land des 13. erschaffen. Ja. Sie wollen, dass wir ihn anbeten. Hast du das verstanden? Ich glaube nicht, dass ich das verstehen kann. Aber überleg mal, sie leben seit Jahrtausenden unter dem Meer, angeführt von einer Prophetin des Namenlosen, die sie für eine Göttin gehalten haben, zusammen mit diesen dämonoiden Viechern. Sie kennen doch nichts anderes. Wenn du Jahrtausende lang vom Bösen umgeben bist, dann wächst du damit auf, es dringt in dich ein, es verändert dich. Es wird ein Teil von dir. Und diese Gedanken, die sind in ihnen, die sind in ihren Waffen, die sind in ihren Rüstungen. Ihre ganze Gesellschaft beruht auf Härte und Kälte und Mord und Totschlag. Ja, so wie bei den Fjarningern. Nein. Die Fjarninger kennen Liebe. Auch wenn sie es niemals zugeben würden. Und Härte und Kälte und Mord und Totschlag. Na gut, weniger Mord, mehr Totschlag. Ja. Aber die Fjarninger sind nicht niederträchtig. Das ist der Unterschied. Das ist richtig. Ich glaube, ein Fjarninger würde mich nie von hinten abstechen. Er würde mich umdrehen und würde mir eine Axt in die Schädel rammen. Ja. Aber er würde mich nie abstechen. Und die Chakragar, die benutzen alles. Alles. Ich mache mir keine Sorgen um mein Leben. Aber wir werden noch viel, viel mehr verlieren, wenn wir das verlieren. Ich weiß. Aber ich weiß nicht, ob du verstehst, dass du wichtig bist. Für Ilva, für Lothir und vor allem für mich. Ich weiß überhaupt nicht, ob man dir das jemals gesagt hat in deinem Leben, dass du geliebt wirst, Goswin. Mhm. Aber du wirst es. Natürlich werden wir verlieren. Glaubst du, ich weiß das nicht? Jeder von uns weiß, was wir hier aufs Spiel setzen. Und egal, ob wir gewinnen oder verlieren am Ende, wir werden verlieren. Freunde, Verbündete, vielleicht unser Leben. Vielleicht verliere ich euch. Vielleicht verliert ihr mich, vielleicht sterben wir einfach alle. Das ändert aber nichts am Wert, den ihr für mich habt. Den du für mich hast. Und ich möchte, dass dir das bewusst ist. Verstehst du? Weißt du, mein ganzes Leben lang habe ich mich daran festgehalten, dass es ordnende Mächte gibt. Ich habe keine Angst, mein Leben zu verlieren, weil ich weiß, dann holt mich halt Golgari. Dann geht's weiter. Das ist eine neue Stufe. Davor brauche ich keine Angst haben. Vielleicht nimmt mich ja sogar Gesinde auf, keine Ahnung. Ich bin immer davon ausgegangen, dass das, was ich tue und das, was ich bin, Bestand hat. Auch wenn es nur ein kleiner Beitrag ist. Aber was habe ich denn getan? Wir werden in den nächsten Tagen vor diese Mörderwand laufen. Es wird nichts übrig bleiben. Nichts. Du willst wissen, was du getan hast? Hm. Du hast das Himmelslicht aufgehoben. Ich hab's. Vom Hals eines toten Elfen. Ja. Ich habe es vom kalten Hals eines Firnelfen gestohlen, ja? Du hast es aufgehoben. Hm. Du hast all das hier in Bewegung gesetzt. Nur wegen dir und diesem blöden leuchtenden Stein sind wir heute hier. Aber das ist dein Stein. Das ist nicht mein Stein. Doch, klar. Nein. Doch, natürlich. Wir werden jetzt nicht darüber streiten, wem dieser Stein gehört, aber er gehört nicht den Zwölfen. Ich habe ihn nur ausgeliehen. Du bist der Magier, du kommst mir ja immer mit den Definitionen. Also die Empirie zeigt eindeutig, dass es dein Stein ist. Die was? Genau. Ist das auch ein Gott, den ich nicht kenne? Kommt der aus dem Süden? Pass auf. Goswin trägt ihn. Stein. Ikaju trägt ihn. Zauberstein. Das, meine Liebe, nenne ich Empirie. Aha. Das bedeutet, die Hinweise führen uns zu einer Lösung. Wir können aus dem, was wir sehen und erfahren, einen Rückschluss ziehen. Was nichts daran ändert, dass ich diesen Stein niemals aufgehoben hätte. Nie. Der würde immer noch hier liegen, wahrscheinlich unter einem halben Meter Schnee. Ja. Nee, dann hätten die Chakragar ihn ja schon. Ja. Denn die haben die Leiche mitgenommen. Aber wie gesagt, ohne dich wären wir nicht hier. Wären alle hier nicht. Ohne dich würde es diese Bewegung gar nicht geben. Die Chakragar hätten schon gewonnen. Doch nicht sowas. Lothir wäre noch vom Dämon besessen. Das auch. Lothir wäre noch vom Dämon besessen. Keine Ahnung, ich hätte wahrscheinlich den ganzen Flüchtlingstrupp abgeschlachtet. Wir hätten niemals die Festung im Nebel gefunden. Nein, Lothir wäre nicht mehr besessen, du hast recht, er hätte sich umgebracht. Mhm. Und Ikaju wäre schon längst weggelaufen, weil sie keinen gehabt hätte, der sie hier gehalten hätte. Und verheiratet mit Nituk wahrscheinlich. Ich wäre eine massenmördende Frau an der Seite eines Nivesen geworden. Ich hätte die Leute in Glündhaven auf dem Gewissen. Ich hätte die Leute von Friesow auf dem Gewissen. Ich hätte meinen Stamm auf dem Gewissen. Und ich wäre wahrscheinlich nicht mehr ich selbst. Es braucht nur einen Schneeball, um eine Lawine auszulösen. Du bist der Schneeball. Ich drücke die Ikaju an meine Brust. Ja, wieder die Umarmung. Das ist gut, jetzt kann sie nämlich mein Gesicht nicht sehen. Oh, ich will es aber sehen. Okay. Ja. So bleiben wir jetzt, glaube ich, erstmal eine ganze Zeit sitzen. Genau. Und irgendwann gegen Sonnenuntergang rufe ich dann einfach mal, wenn wir bereit sind. Ja. Himmelslichter Assemble! Oder wie hast du das gerade geschrieben? 2 Stück fehlen euch, ja. Ja gut, die nicht. Also Eisblüte kann schon kommen, aber der Schmerzweber... der kann alleine kommen. Gegen 200 Mann, das ist okay. Und wenn wir den noch nicht retten können, wir werden ihn auf jeden Fall rächen. Okay, also von jeder der 3 Fraktionen dürften 3 Leute kommen. Dann werden aus der Glündhavener Friesoffer Fraktion werden natürlich die beiden Geweihten kommen. Das Vorteil ist, die Efferd-Geweihte ist ja so oder so im Tempel. Das heißt, die haben sogar einen mehr da jetzt. Und natürlich... das Igeljow-Oberhaupt. Ich muss gerade mal gucken. Mal gucken, wer das war. Ich glaube schon Mokosch, ja. Ja, Mokosch. Ja. Von den Frigornern kommt natürlich Mrom und Jutanuk und Nituk. Ja, war klar. Und von den Eisfuchsleuten natürlich kann Ilva bestimmen, wer da mitkommen darf. Ja, ich nehme 2 von den 2 aus dem Kriegsrat mit. Mhm. Und vielleicht deinen Vater noch könnte man mitnehmen oder so. Dann seid jetzt 3. Du darfst ja 3 mitbringen. Ach, ich darf 3 mitbringen? Ich dachte mit mir 3. Nee, 3 dürfen. Ja, dann kann der Vater auch mitkommen. Du gehörst ja wohl weiterhin zu unserer Fraktion. Ja, ja, das ist so richtig. Fraktion. Ja, aber dann sind wir auch mehr als 3. Darf ich dann überhaupt kommen? Ja. Ilva darf nicht. Wir machen die Regeln. Okay, die, vielleicht, ja, der Himmelslichtträger fehlt damit sogar. Aber vielleicht kriegt man den bei Ilvas Gefolgschaft noch unter, nämlich Fanta fehlt noch. Aber die kommt auch. Alle Himmelslichtträger werden von mir gerufen. Die haben zu erscheinen. Ja. Das ist Pflichtprogramm hier. Wir sind nicht zum Spaß hier. Anwesenheitspflicht. Fanta auch dabei sein. Ja. Aber wird auf der Liste abgehakt. Auch zum Teil dann ihren wandernden Nivesenstamm nochmal extra. Die war doch mit einer Gruppe auch unterwegs, oder nicht? Ja, die sind, also die hat 5 nivesische Krieger mit. Ja. 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 Panther zu erscheinen. Die ist wichtig. Gut, dann sind diese Personen jetzt also anwesend. Das heißt, ja, Jutanuk, Mrom, Fanta, Nituk, die beiden Geweihten Wigbald und Quenya, die Effert-geweihte Torwallerin, wie heißt sie noch gleich? Marada. Und ja, 3 Eisfuchsleute, Krieger, also inklusive Ilvas Vater und ihr. Mhm. Und halt Igeljow. Alles erklärt. Frage ich, während die anderen so langsam in den Tempel reintröpfeln und wir so leicht nervös vor einer improvisierten Tafel stehen. Lothir so lächelt übrigens wieder sehr breit. Wirkt wie das strahlende, blühende Leben. Kann ich mal an dem riechen? Wie ich das im Kommentar machen kann. Man merkt an Lothir an, dass der Bart geschnitten ist. Oh. Mir liegen die Worte, du riechst nach Sex auf den Lippen. Ja, genau das. Naja. Ist nach 22 Uhr, ist okay. Wir haben extra bis jetzt gewartet. So, Kinder, jetzt kommt der FSK 18 Disclaimer. Ja, wir hatten vorher schon die Penisse, das heißt, das geht. Ja. Ja. Aber das war ja noch, das fällt ja noch unter hier, wie heißt das, Sexualkundeunterricht, das gibt es ja schon in der Grundschule, alles okay. Ja. Das sind ganz normale Körperteile. Ja gut, ich stehe halt immer noch so sehr nervös neben Ilva, so wie so ein Reh im Scheinwerferlicht. Haben wir das jetzt eigentlich geklärt, wer das jetzt gleich alles zusammenfasst? Ich zeig so auf dich, Ikaju. Nein! Ihr habt das Anführerlicht. Ich kann das nicht. Ich bin, weißt du, ich bin. Die sind alle dreimal so groß wie ich und ich habe nicht so die Stimmvolumen und also. Du bist der Meinung, Ilva redet besser als du? Ja, hier so, da. Ilva hat viele Qualitäten. Ich guck Ilva an. Aber sie wird mir zustimmen, dass Reden nicht dazu gehört. Zumindest nicht zum Nicht-Fjarninger. Das ist absolut korrekt. Außerdem hast du das Kommunikationslicht. Das wow. Heißt, ja, guck. Was für ein Fremdwort. Aber. Ich färbe ab. Ja, aber das heißt, du kannst gut quatschen. Lothir legt dann seine Arme von hinten auf Ikarios Schultern. Du wirst das machen, Kind. Weil du es kannst. Doch, kannst du. Jetzt gefälligst auf, da nicht unter den Scheffel zu stellen. Ich kann das nicht. Das sind viel zu viele und das sind alles Krieger und die haben Ahnung von dem Zeug und ich habe doch keine Ahnung von dem Zeug. Stellen Sie dir im Lendentuch vor. In dem Moment quietscht die Tür des Tempels besonders laut und es zwängt sich Mrom durch die Tür. Gut, den vielleicht nicht. So. Ikaju, das Schöne ist, dass jeder weiß, dass du keine Ahnung von Krieg hast. Du musst nicht so tun, als hättest du es. Das machen die anderen. Genau. Du sagst das, was du sagen kannst. Sei einfach du selbst. Das ist eine ganz schlechte Idee, dann bin ich nämlich nicht mehr hier. Ja. Es gibt ich würde dir jetzt gerne eine schallern, aber... Der Efferd-Tempel ist übrigens sehr, sehr dunkel, weil die Gwentpytrils-Steine sind ja weg. Und Feuer darf nicht entzündet werden. Feuer ist nicht. Und, da haben wir ja unsere persönlichen Taschenlampen dabei. Die reagieren ja aufeinander. Die glimmen ein bisschen. Das einzige Licht, was sonst noch kommt, ist, erstrahlt dann als Quenya vom Berg in den Raum hineinkommt. Also vorher war es so totales diesiges Düsternis. Ein bisschen erleuchtet noch von ein paar Gwentpytrylstein, die Marada mitgebracht hatte. Aber es sind eher so kleine, so für den Handgebrauch quasi. Aber als Quenya dann in den Raum reintritt, ist es auf einmal auf irgendeinem Grund. Ja, es ist nicht richtig hell, aber es wird heller. Guck mal, gut, dass wir die Praios-Funzel dabei haben. Das sage ich natürlich nicht. Also sie macht nichts, sie betritt eigentlich nur den Tempel, schaut sich um und irgendwie hat man das Gefühl, es ist nicht wirklich hell, aber es ist heller geworden, sodass man die anderen erkennt. Du bist aber auch nicht alleine. Wenn man Anführer ist man immer irgendwie allein. Ich hau dir später eine dafür runter. Halt die Klappe. So. Ich hätte extra Ich extra laut reden, damit du was verstehst, du schwerhöriger Alter. Übertreib's nicht. Genau das ist die Wortgewandtheit, die wir jetzt brauchen. Ich soll sie beleidigen? Als letztes betritt Wigbald von Baliho den Raum und schließt mit einer gekonnten Bewegung die doppelflügelige Tür. Also los, kleines Wolfsauge. Ich hasse dich so sehr. Es gibt ein kurzes Verwuscheln der Haare. Ich schieb sie so ganz langsam und schlecht versteckt auf die Position. Ja, dann greift sie so reflexartig nach deiner Hand. So, lass mich nicht allein. Ich kann das nicht. Und hält sich daran fest. Und dann so. Hallo? Schön, dass ihr alle gekommen seid. Also, wir kennen uns alle irgendwie, aber ich stelle nochmal alle vor vielleicht. Also, ja, ich bin Ikaju, das ist Goswin. Klar, hopp den Klein-Klein. Genau, Häuptling Klein-Klein. Häuptling Klein-Klein. Lothir und das ist Ilva. Ich wünschte, wir wären aus einem anderen Anlass hier, als wir heute hier sind. Das wünschte ich wirklich von ganzem Herzen. Aber ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Wir freuen uns, dass ihr alle hier seid, dass ihr dem Ruf gefolgt seid. Und ja, vielleicht fange ich einfach damit an, was wir über die ganze Sache wissen. Vor ein paar Monaten, zwei wahrscheinlich, mittlerweile drei, ich habe nicht genau mitgezählt, ist dieses Dorf hier überfallen worden. Dies sollte die erste Aktion einer langen Kette von Angriffen sein, die die Dunkelelfen namens Chakragar gegen den Norden führen. Sie kamen gegen Abend und brachten einen dunklen, undurchdringlichen Nebel mit, der ihre Eissegler verbarg vor unseren Augen. Wir wurden vollkommen überrascht und mehr als die Hälfte der Dorfbewohner wurden dahingerafft, während sie und ihre Viecher unsere Häuser vernichteten. Wir wissen nicht, warum sie hier als erstes angegriffen haben. Vielleicht, weil sie herausfinden wollten, wie stark die Oberweltbewohner sind. Vielleicht, weil sich zu dem Zeitpunkt hier ein Himmelslicht befunden hat, das damals ein Firnelf trug, der es hier hinbrachte. Der festgestellt hatte, dass es nach vielen, vielen Jahren wieder anfängt zu leuchten. Und, naja... Er wurde getötet bei dem Angriff. Was danach folgt, wissen wahrscheinlich die meisten von euch. Wir sind geflohen nach Glündhaven, wurden unterwegs wieder überfallen von den Chakragar. Aber auf dem Weg dorthin haben wir Kontakt gehabt zu einer wohlbekannten Figur hier im Norden, nämlich der Tochter des Nebelkönigs. Der Nebelkönig beschützt das Kloster der Einsamkeit auf der Halbinsel, und sie hat uns erzählt, wer oder was uns da eigentlich angreift. Das, was vorher keinen Namen hatte, bekam dadurch eine Gestalt. Die Chakragar. Dunkelelfen, die unter dem Meer leben, seit sehr, sehr langer Zeit, und einer einer Frau huldigen, die sie selber als Göttin bezeichnen. Ihr Name war Pardona. Ich weiß nicht, ob es darauf eine Reaktion gibt. Sie ist eine Priesterin des Namenlosen, eng mit ihm im Bunde, hantiert mit Dämonen und Chimären herum. Sie hat den Chakragar das Wissen gegeben, diese Dinger zu erschaffen, die sie begleiten. Halb Elf, halb Tier. Manche haben die Gestalt von einer Krabbe als Unterleib, andere sind Spinnen und können über Bäume klettern, wieder andere können fliegen, einige können anscheinend sogar Feuer speien, deswegen ist dieses Dorf in Flammen aufgegangen. Sie haben uns verfolgt bis nach Glündhaven und dort die Stadt angegriffen, um an ein Buch zu kommen, das im Heiligtum oder unter dem Heiligtum des Praios-Tempel gelagert wurde. Sie konnten sich dort Zutritt verschaffen, wir wissen bis heute nicht wie. Aber sie haben es geschafft. Durch dieses Buch wollten sie an einen Teil der Beschwörungsformel für das Monster aus dem Blauen See kommen, welches bei Frigorn im See wohnen soll. Es ist uns nicht gelungen zu verhindern, dass sie das Monster erweckten, aber wir vermuten, dass es uns gelungen ist, dieses Monster zu vernichten. Durch göttlichen Beistand, vor allem durch Firun. Allerdings hat dieser unvermittelt überdeutlich klar gemacht, dass er uns nur einmal hilft in dieser direkten Form. Ein einziges Mal. Und das war gegen dieses Monster. Frigorn wurde dem Erdboden gleichgemacht. Dort ist es noch viel schlimmer als hier. Der ganze Landstrich wurde umgestaltet. Nichts ist mehr so wie vorher. Berge wurden eingeebnet. Der See ist über die Ufer getreten. Häuser existieren nicht mehr. Uns ist es gelungen, das Dorf zu evakuieren, aber die, die bleiben wollten, sind nicht mehr. Durch diese Ereignisse am Blauen See hatten wir Kontakt zu einer weiteren Entität des Bösen. Einem Dämon. Einem Dämon, der hier im Norden schon länger sein Unwesen treiben soll. Er fährt in Menschen und lässt sie von innen erfrieren, bis sie sich selber das Leben nehmen oder er sie tötet. Er macht sie schwach, alt und krank und gibt ihnen Visionen ein. Wir haben aufgrund von Aufzeichnungen, die wir gefunden haben, Goswin, kannst du die mal eben kurz auf den Tisch mit der Karte? Ich hole die aus dem Rucksack und breite die mal auf dem Tisch aus. Wir haben aus diesen Aufzeichnungen eines Schwarzmagiers erfahren, dass es dieser Dämon vor langer Zeit in zwei Teile gerissen wurde. Ein Teil wurde versiegelt in einer Insel unter dem Meer, der andere sollte hier auf der Erde gebannt sein an einem alten elfischen magischen Heiligtum oder so, dem Wall der Elemente. Dorthin sind wir gegangen, um diesen Dämon wieder zu bannen, aber es ist uns nicht gelungen, wie wir später feststellen mussten, da er ein weiteres Opfer forderte, unter anderem bei den Fjarningern. Deswegen wissen wir nicht, was mit diesem Dämon ist. Wir wissen nicht, ob er jetzt fort ist, ob er sich ein neues Opfer sucht oder ob die Chakragar ihm doch noch habhaft geworden sind. Das können wir leider nicht sagen. Es kann also durchaus sein, dass er uns wieder begegnet. Was wir auf dieser Reise noch gelernt haben, ist, dass die Chakragar versuchen, diesen Dämon wieder mit sich selbst zu vereinen. Und zwar genau hier, und ich deute mal auf die Stelle auf der Karte, weswegen sie dort in der Nähe wahrscheinlich auch ihr Lager haben. Auf unserer Reise sind uns viele von diesen Steinen begegnet. Jetzt hole ich das Himmelslicht doch nochmal hervor. Die alle eine verschiedene Fähigkeit haben und einen bestimmten Aspekt verkörpern, und zwar einen der Himmelswölfe. Zwischenzeitlich befand sich noch ein Himmelslicht in unserem Besitz. Im Moment haben wir das Himmelslicht von Gorfang, das Ilva trägt, das des Anführers, Und ihr werdet feststellen, dass jedes eurer Himmelslichter eine Verbindung zu ihm hat. Meins ist das Licht von Lieska, die für Kommunikation steht, und ihr habt auch meinen Ruf gehört, als wir euch gebeten haben, euch uns anzuschließen. Das Himmelslicht, das noch in unserem Besitz war, war das von Greki, der Frau von Gorfang, das die Fähigkeit hat, die anderen Himmelslichter um ein Vielfaches zu verstärken, was auch der Grund war, warum ihr mich überhaupt hören konntet. Dieses Himmelslicht ist im Besitz einer Chakragar. Sie hat sich von ihrem Volk losgesagt, leugnet dem 13. und ist auf der Suche nach den alten elfischen Göttern, um herauszufinden, was damals mit ihrem Volk geschehen ist. Sie ist in vieler Weise anders als die Chakragar, gegen die wir kämpfen. Und sie ist unsere Verbündete. Was und quasi meine Ziehmutter. Das ist eine Geschichte, die sollten wir jetzt nicht hier erläutern, aber wer sich dafür interessiert, kann nach der Besprechung gerne an Lothir weitergehen und ihn das genauer fragen. Weil so bei den ersten skeptischen Blicken hat sich dann Lothir da ein bisschen aufgebaut gehabt. Wigbald schaut besonders skeptisch, meint: Aspekte der Himmelswölfe? Unsinn. Deinen Ruf hören? Ich habe dich nie gehört. Kann ich ihm das Gegenteil beweisen? Möchtest du? Ich weiß nicht. Wir haben ihn gerade wieder heil gemacht, weil er denkt, er hat Rondra gehört. Wenn ich ihm jetzt das Gegenteil beweise, dann haut er direkt wieder ab in sein Kloster. Ist ja auch egal. Ich lasse das erstmal einfach so stehen. Das ist jetzt überhaupt nicht wichtig, wen oder was ihr gehört habt. Wichtig ist, dass diese Himmelslichter entstanden sind, als mein Volk und die Firnelfen vor vielen, vielen tausend Jahren schon einmal gegen die Chakragar gekämpft haben. Sie sind Teil eines größeren Ganzen. Und ihr Licht scheint den Chakragar zu schaden. Aber nicht so bei Eisblüte, zumindest nicht so stark, wie wir es beobachtet haben. Sie wurde entführt, von ihren Leuten zurückgeschleppt, von jemandem, von dem wir wissen, dass er Schmerzbringer heißt und der das letzte Himmelslicht besitzt. Wenn diese Lichter so wichtig sind, sollten wir alles daran setzen, dass wir sie alle bekommen. Das ist richtig. Wir, meine Sippe und ich, haben schon beschlossen, dass wir Eisblüte in jedem Fall versuchen werden zu retten. Sie hat uns viele Informationen über den Feind verraten, unter anderem über ihre Beweggründe, ihre Kultur und auch ihre ungefähre Stärke. Wir wissen, dass sie mit 3 bis 5 Eisseglern draußen auf dem Eis sind, dass sie nur ein Vortrupp sind einer ganzen Armee, die unter der Meeresoberfläche lauert, die sich nicht getraut hat, gegen die Gebote ihrer Göttin zu verstoßen und in die Oberwelt vorzustoßen. Wir wissen, dass wenn wir den Spätdruck vernichtend schlagen, dass diese Armee für immer unter dem Meer bleiben wird, weil dieser Spätdruck möchte, nun ja, zeigen, dass die Gesetze ihrer Göttin Pandona nicht allmächtig sind, sondern dass sie dazu bestimmt sind, die Oberwelt zu erobern. Wir haben es also mit einer vergleichsweise kleinen Übermacht zu tun. Und wenn wir sie zurückdrängen und schlagen können, werden wir vermutlich ja, mit heiler Haut davonkommen. Oder nochmal so gerade eben. Die Chakragar besitzen Rüstungen aus Endurium. Vollplatten. Sie können sich darin vollkommen lautlos bewegen, sie können mit der Dunkelheit verschmelzen, quasi unsichtbar werden. Sie sind leise, sie sind hinterhältig. Und sie sind magisch bewandert. Was ist dein Plan? Der Plan... Der grobe Plan bisher ist, dass wir eine kleine Gruppe aussenden, um die letzten beiden Himmelslichter zu holen. Und dann? Dann oder währenddessen muss der große Teil der Armee die Chakragar stellen. Ich denke, dass es uns einfacher fallen wird, wenn wir alle Himmelslichter haben, sie zurückzudrängen. Ich weiß nicht, was dann passiert, wenn alle da sind. Aber ich hoffe, dass es uns den entscheidenden Vorteil geben wird. So oder so, wir vermuten, dass Eisblüte im Moment im Lager der Chakragar eben bei dieser Insel gefangen gehalten wird. Das bedeutet, wir müssen den Großteil der Streitmacht von dort weglocken, wenn wir da ungesehen rein und wieder raus wollen. Und wir wissen, dass Schmerzbringer bei ihr sein wird, mindestens, wenn nicht sogar noch ein paar mehr. Aber ich bin kein Krieger. Davon verstehe ich nicht. Das ist das, was wir uns in den Kopf gesetzt haben. Das heißt, wir locken die Armee hierher, halten sie auf, während ihr hofft, dass die beiden Himmelslichter zurückbleiben? Das ist zu unsicher. Ich glaube nicht, dass sie Eisblüte mitnehmen würden. Sie ist eine abtrünnige Verräterin, aber sie ist wichtig. Im Schlachtengetümmel könnte sie versuchen zu fliehen. Wenn ich versuchen würde, eine Person von hohem Wert gefangen zu halten, würde ich sie nicht in eine chaotische Situation mitbringen, sondern lieber in einer Umgebung, die ich gut kenne, unter einer Bewachung, die mir sehr vertraut ist und der ich mein Leben anvertrauen würde, zurückhalten, um mich zur Not auf ein Terrain zurückziehen zu können, in dem ich einen Vorteil habe. Ich weiß nicht, wie die Chakragar denken, aber... Ich glaube, meint Wigbald, die einzige Chance, die wir haben, wo wir sicher gehen können, dass beide Himmelslichter zusammen an einem Ort sind und sich nicht trennen, ist, wenn wir reingehen, ohne sie abzulenken. Ohne sie aufzu... Sie halten sich gerade für ziemlich sicher. Sie haben 2 Städte zerstört. Ausgelöscht. Sie haben nicht das Gefühl, dass der Norden ihnen irgendetwas entgegenzusetzen hat. Und dann müssten wir sie auf der offenen Eisfläche stellen. Und sie haben Eissegler. Das meine ich nicht. Ich will nicht mit einem Heer angreifen. Das wäre... Gerade weil ich gehört habe, dass Kinder in unseren Reihen sind, etwas... übertrieben. Außerdem sind wir in der Unterzahl. Wir müssen sie an einen Ort locken, wenn wir kämpfen wollen, indem wir unsere Zahl, unsere Minderzahl in einen anderen, anders irgendwie ausgleichen können. Diese Stadt nutzen vielleicht, um in den engen Gassen einen Vorteil zu schaffen. Aber wie sollen wir sie hier hinlocken? Wir müssen ihnen irgendetwas wegnehmen, was sie hierher lockt. Zum Beispiel Eisblüte und das andere Himmelslicht. Mhm. Also das heißt, wir müssen erst mit einer kleinen Gruppe dort in das Heerlager eindringen. Heimlich. Auf Fexens Art. Um dann... den Gegenschlag zu provozieren. Währenddessen werden wir dieses Gelände hier sichern, uns einen Vorteil verschaffen und ihren Angriff erwarten und dann mit geballter Kraft aller Himmelslichter und aller Kämpfer zurückschlagen, was da kommt. Ich weiß nicht, ob wir das können. Ich weiß nicht, ob wir in der Lage sind, uns den Chakragar auf einer offenen Eisfläche unbemerkt zu nähern. Nicht auf einer offenen Eisfläche. Achso, du meinst... der Trupp. Ja. Auf der Eisfläche, auf dem Meer da draußen fällt auch schon ein kleiner Trupp auf. Und wir wissen, wir vermuten, wie gesagt, nur, wo sie sind. Wir wissen es nicht genau. Und bisher kann nur einer von uns fliegen. Ilva, einer deiner Krieger, meldet sich. Ja, dann würde ich den irgendwie aufrufen oder so. Weiß nicht. Ich traue mich gar nicht so richtig, Ikajus einen Vortrag zu unterbrechen, aber was ist denn? Es gibt Möglichkeiten, im weiten Eis und auf großen Flächen Tiere zu jagen und ohne bekannt zu werden. Wenn wir das können, wenn wir die Tiere dieses Landes, die vorsichtig sind, wenn wir sie erjagen können und täuschen können, können wir auch diese Elfen täuschen. Das sollten wir zumindest hoffen, dass es so ist, ja. Es ist halt auch ein bisschen die Frage, ob die überhaupt mit uns rechnen. Sie haben sich als starke Kämpfer gezeigt. Ich denke nicht, dass sie sich sie erwarten, dass sie jemand angreift oder dass sich jemand in ihren Lager rein bewegen möchte. Eben. Und wenn die sich zu selbstsicher sind, werden sie auch nicht besonders achtsam sein. Und wenn wir uns dann gut tarnen, dann sind die Chancen, glaube ich, nicht so schlecht. Zudem, meint Fanta, haben wir einen äußerst fähigen Speer in unseren Reihen. Schaut Richtung Goswin. Einen fliegenden Speer, der das Gelände auskundschaften kann und vielleicht Wege finden kann, wie man ungesehen in das, was auch immer das ist, da hineingerät. Wir müssen auf jeden Fall vorher wissen, wie es dort aussieht. Ja, also das kriege ich hin. Es sei denn, die machen einfach blindlings Jagd auf alles, was über ihr Lager fliegt, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wir müssen das ausnutzen, dass sie sich für stark halten. Und ich kann auf ungefähr 1 Meile einschätzen, wo Himmelsblüte ist. Eisblüte. Eisblüte ist. Wie das? Durch die Gnade Ifirns. Wenn wir nah genug rankommen, kann ich mich mit ihr in Verbindung setzen. Ich kann aber die ungefähre Richtung erkennen, die wir gehen müssten. Und wenn wir nah genug ran sind, nutzt du das Himmelslicht. Ja, ich kann, wie gesagt, nicht wirklich mit ihr reden. Mehr Emotionen, manchmal Erinnerungen oder musst du denn Ahnung, auch nicht. Aber wie funktioniert das genau? Wir wissen, dass ein Himmelslicht im Krallen des Feindes ist. Was genau? Können wir eine Kommunikation riskieren? Ja, er dürfte es nicht mitbekommen. Hm. Solange ich mich genug konzentriere, kann ich sehr gezielt steuern, wen ich anstelle. Es hängt immer so ein bisschen damit zusammen, welche Frage ich gerade habe, aber ich kann meine Fragen sehr gezielt auf eine Person lenken und wenn ich nicht gerade frage, was ist die Situation in diesem Raum, breche ich danach auch nicht schreiend zusammen. Hm. Ich halte das für die beste Variante. Den kleinen Trupp, wir holen die Himmelslichter raus, haben sie für uns und locken damit sogar gleichzeitig die ganze Truppe in einen Hinterhalt hier. Wir ziehen die Zelte alle ab in die Gebirge, in die Wälder, verstecken uns mit unseren Kriegern zwischen den Gebäuden, locken sie in Fallen. Sie werden nicht erwarten, was auf sie zukommt. Und diesmal sind wir vorbereitet. Ich glaube, wenn wir wissen, was auf uns zukommt, wenn wir uns darauf vorbereiten, dann werden sie nicht so eine Zerstörung anrichten können, wie sie das hier bei ihrem ersten Angriff getan haben. Nituk meint, wir könnten einen großen Teil von ihnen im Meer versenken, wenn wir das Eis präparieren. Das ist tatsächlich eine gute Idee. Ich habe auch am Überlegen, wie wir die Eissegler als erstes ausschalten können. in den Rüstungen können sie bestimmt nicht schwimmen. Also wenn sie das können, können sie alles. Naja, sie können fliegen, sich unsichtbar machen, zaubern und noch kämpfen in diesen Dingern, also... Aber nicht nachdem sie im Efferd-Tempel waren. Mhm. Nee, es sind Elfen. Habt ihr schon mal einen Elfen gesehen, der mit einem nassen Bogen vernünftig schießen kann? Ich habe schon Elfen gesehen, die über Wasser laufen konnten. Also macht das keinen Sinn, was ich vorgeschlagen habe. Das heißt ja nicht, dass es alle... Ich bin voller Platte. Ich möchte dazu anmerken, die leben in einer Stadt unter Meer. Sie leben unter dem Meer. In diesen Rüstungen. Ja, aber nicht im Wasser. Nicht im Wasser. Ich weiß es nicht. Was würde es uns kosten, das Eis zu präparieren? Wir warten sowieso hier. Es würde uns Arbeit kosten, aber sobald wir vorbereitet sind, wäre es eine Falle, die sie zumindest aufhält, die zumindest die Eissegler aufhält. Das haben wir schon bei Glorana gemacht und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und wenn wir nur einen Teil davon verzögern und sie nach oben schwimmen müssen, das Wasser ist kalt, Goswin. Ja. Wichtig, sie haben eben auch fliegende Truppen. Darauf muss geachtet werden, damit sie von oben nichts vielleicht fallen lassen. Diese Krabbenviecher sind sehr schwer zu besiegen. Und ihre Rüstungen und Waffen. Ja, sie sind aus Hendurium. Aber, um es etwas dramatisch zu sagen, sie wurden auf Altären geschmiedet, die dem Namenlosen heilig sind. Sie sind verflucht. Jedes kleinste Stück ihrer Rüstung oder ihrer Waffen ist verflucht. Niemand darf diese mit bloßer Hand berühren. Auch nicht als Trophäe. Wer blickt mal zu den Fjarninger drüber? Keinen Endurium-Streithammer einstecken. Es ist doch wichtig, dass wir in dem Bezug unsere Mitmenschen im Auge behalten. Anzeichen für eine Verfluchung sind zunächst Gleichgültigkeit, dann eine gesteigerte Bereitschaft zu Gewalt, vor allem gegen Wehrlosen gegenüber. Verfluchte wollen Lebende einfach leiden sehen. Und das möglichst lange. Die Effert-Geweihte sagt dann, ich finde das mit dem ins Wasser hereinlassen gut. Ich kann durch ein Wunder meines Gottes oder ein Gebet vielleicht bewirken, dass das, was der Herr Effert schluckt, es nicht wieder herausgibt, selbst wenn sie sich mal auf magische Weise, auf irgendeine Weise verstehen. Jetzt reden wir Klartext. Das wird allerdings meine ganze Kraft kosten. Nun ja, wenn es zwei Segler komplett aufhält, wie viel von den Typen sind da drauf? Zwischen 30 und 50 Mann. Auf einem Segler? Ja. Und davon gibt es 3 bis 5 Stück. Das würde schon viel bringen, wenn ein Segler aufgehalten wird. Wie dem auch sei, wir müssen dafür sorgen, dass wir die beiden Himmelslichter bekommen. Ihre beliebteste Kampftaktik ist es, sich anzuschleichen, weil sie fast keine Geräusche in ihren Rüstungen verursachen und dann eine Art magische Dunkelheit über einen Ort legen, wo man selber nichts mehr drin sehen kann, sie aber schon. Quenya verschränkt die Arme. Ich denke, Dunkelheit wird unser wenigstes Problem sein. Das hat uns hier das Genick gebrochen, als wir darauf nicht vorbereitet waren. Und anschleichen werden sie sich auch nicht, wenn sie euch hinterher stürmen. Mhm. Diesmal drehen wir den Spieß um. Ich finde die Idee gut. Gut, dann ist die Frage, wer kommt mit uns? Wir dürfen nicht zu viele sein, aber ich glaube, zu viert sind wir zu wenig. Ich komme mit. Nituk, beim Dram den Speer. Ich nick ihm anerkennend zu. Hm. Brom noch verletzt. Kann aber Brom mitschicken. Brom, sei mir nicht böse. Aber ich glaube, wenn es um Heimlichkeit geht, wäre es besser, wenn ihr hier das Dorf vorbereitet. Um richtig Faden zu schlagen. Wer knarzt da so laut? Das Rottier. Entschuldigung. Er hat wieder was Falsches gegessen. Der hat gehört, dass Yetis hart zuschlagen und ist in seinen Sitz eingesunken. Ich denke, wie viel mehr als... Wie viel braucht ihr, mein Fanta? Ich denke, 4 bis 5 ist gut. Wir müssen allerdings auch überlegen, wie wir danach wieder zurückkommen. Jemand muss den Rückzug decken. Richtig. Ich glaube nicht, dass wir Eisseglern davonlaufen können, je nachdem, wie schnell sie bemerken, dass wir die Lichter haben, sind wir geliefert. Wir werden keine Schlitten mitnehmen können. Keine Pferde. Wie gesagt, es gibt nur einen von uns, der fliegen kann. Wigbald meint, da es meine Kriegsstrategie-Idee ist, werde ich wohl oder übel, obwohl ich gerne mitkommen würde, hier dafür sorgen, dass alles richtig organisiert ist. Quenya meint, ich denke auch, dass meine Anwesenheit hier, gerade mit der Vorbereitung der Sonnenlegionäre und Bannstrahler, auch ein besseres Zeichen wäre. Außerdem gebe ich zu bedenken, dass wenn ihr scheitern solltet und sich mehrere Himmelslichter mit unter euch noch befinden, es vielleicht sogar noch schlimmer wird. Im Zweifel wird Goswin mit den Himmelslichtern zurückfliegen. Wird er das? Er ist der Einzige, der es schaffen kann. Die Kaio dreht sich zu dir um, du hast selber gesagt. Ich habe auch noch ein paar andere Tricks auf dem Kasten, um mich zu verstecken. Ich habe noch eine Idee für eine Person, die Goswin helfen könnte, meint Jutanuk. Dann mal raus damit. Es stimmt nicht ganz, dass wir nur eine fliegende Person haben. Oh nein! Oh nein! Es war wirklich gerade so klonk. Och nee. Ich glaube aber nur, dass jemand auf einem Besen ziemlich auffällig ist. Auffälliger als eine Eule mitten über dem Meer. Wisst ihr, ihre Art ist besonders gut darin, nicht aufzufallen. Ich sehe, ich sollte mich nochmal auf einen Tee mit ihr treffen. Schaut so Richtung Quenya, die allerdings nur wissend nickt. Ich glaube, dann sollten wir sie auf jeden Fall mitnehmen. Also, Ihr vier, Nonara und Nituk. Und hier Björnolf. Der Typ aus dem Kriegerrat, der uns sagen kann, wie wir... Ach so. Wie wir uns decken können. Ich habe ihm jetzt einfach mal einen Namen gegeben. Er soll uns zumindest hinbringen, genau. Wer danach mit reinkommt, müssen wir dann sowieso gucken. Björnolf, ja. Was für ein fjarningischer Name, ja. Und einmal aufschreiben. Ja. Gut, dann seid ihr zu 7. Werden vermutlich nicht alle mit ins Lager kommen, aber wie gesagt, wir brauchen noch Leute für den Rückzug. Ich denke auf jeden Fall, Nonaras Hilfe als magische Unterstützung kann Goswin um einiges entlasten. Ich werde zudem ein bisschen schauen, ob ich mich mit ihr im Vorfeld heute Nacht noch etwas um magische Unterstützung bemühen kann. Ich habe leider keine Sachen mehr, aber vielleicht hat sie etwas mitgebracht oder hat ich sie noch in den Geheimverstecken oder so, wo man Dinge draus machen kann. Ihr wisst schon. Dinge machen klingt gut. Ich hätte nachher noch eine Bitte an dich, Jutanuk, aber das hat noch Zeit bis nach der Sitzung. Hm, gewiss. Noch Fragen? Ansonsten fasse ich jetzt zusammen. Mhm. Wigbald kümmert sich um die Befestigung der Stadt und der Vorbereitung des Hinterhalts. Nituk wirkt jemanden finden, der die Leute anleiten kann, das Eis dementsprechend zu präparieren, dass Eissegler darin einbrechen. Wir, die Sippe der Himmelslichtjäger, werden von Nonara und Nituk begleitet, den Ausfall wagen und uns dem Lager des Feindes nähern und versuchen, Eisblüte und das andere Himmelslicht zu bekommen. Und Björnolf. Und Björnolf, genau. Den Namen habe ich vergessen. Spielleiter hatte sich ihm aufgeschrieben. Genau. Kann ja nichts schief gehen. 3 2-Meter-Typen. Ilva, Lothir und Björnolf. Eine 80-Jährige, ein Halbelf und, und 2 Nivesen. Wir kriegen das hin. Aber so alt ist Nonara nun auch nicht. Ich muss mal gerade gucken, wie alt sie war. 80 ist, glaube ich, etwas übertrieben. Nicht 2 Meter, aber aus ihrer Perspektive, noch. Ich verstehe das. Du wirst noch. Und abgesehen davon bist du jetzt schon fast doppelt so groß wie ich. Ja. Wo ist denn Nonara? 62 Jahre, komm. Das ist keine 80. Das ist der Stress der letzten Monate. Guck dir Lothir an. Björnolf der Barbar. Mhm. Gut, das schreibe ich mir dazu. Björnolf Blutfaust. Schreibt uns Namen für Björnolf. Björnolf von den Eisfuchsleuten wird er wahrscheinlich heißen. Bis er da hinkommt. Danach heißt er Björnolf Chakragar-Quetscher. Gut. Dann... Ja. Ihr habt eure Ansprechpartner und mögen die 12 und die Himmelswölfe mit uns sein. Für den Norden. Für den Norden. Für den Norden. Ich zögere so ein bisschen, ob ich das auch darf. Ja, klar, du hast in den Norden eingeheiratet. Los. Für den Norden. Ja, schön. Der Süden ist für den Norden. Dann haben wir doch einen Plan für die nächste Session. Und ja. Oh Gott, ich habe so Angst. Ja, ich auch. Aber hilft ja nichts. Ich werde Jutanuk übrigens bitten, ein Ritual für die Himmelswölfe abzuhalten. Mhm. In der Hoffnung, dass er Lieska erreicht, damit Lieska uns ihr Elfenrudel vorbeischickt. Hashtag Nivesen und Wölfe, Hashtag wir brauchen Hilfe! Schick uns deine Wölfe, bitte, 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 bitte! Hm. Wir werden sehen. Die nettere Variante der wilden Jagd. Ja, also für heute war es das dann und schauen wir, wie es beim nächsten Mal dann mit dem kleinen Stoßtrupp aussieht. Goswin muss ja erstmal zusammen mit Nonara vielleicht auch erstmal spionieren gehen und so. Und naja, wir finden das schon raus, was beim nächsten Mal, was da passiert. Ja, mir hat das wieder sehr viel Freude gemacht. Mir macht ein bisschen das Wetter zu schaffen. Aber ansonsten, ja. Wir nähern uns dem Ende. Dem Höhepunkt oder dem Tiefpunkt der Geschichte. Wer weiß das schon so richtig? Ja, sehr coole Gespräche heute wieder. Dankeschön, dass ihr da mitgemacht habt. Ja, vielen Dank an euch, die ja da im Chat irgendwie zusammen war. Der D-Rex hat heute super viel geschrieben. Mr. Magister auch. Heute hatten wir ja sehr viel Konkurrenz mit Dieseldrachen bei Zydi und der G7-Kampagne bei Mischka. Deswegen, ich denke, einige werden es noch nachgucken. Wir haben momentan noch 10 Zuschauer hier. Ah, hallo, hallo. Danke fürs Zugucken. Und wenn ihr es später nachguckt, hinterlasst uns doch einen Kommentar, wie ihr es fandet. Und wenn ihr schon mal dabei seid, so ein... ihr wisst schon, übliches Zeug. Daumen nach oben, wenn ihr denkt, dass Nirala zu gut für Lothir ist. Oh ja, ja. Vor allen Dingen darf Lothir Nirala jetzt beim nächsten Mal wahrscheinlich auch erklären, warum er schon wieder auf so ein Himmelsfahrtskommando geht. Er hat ja gesagt, einmal nichts Kommando, ja? Einmal muss er noch. Ja. Ja, und falls ihr nicht genug kriegen könnt von Rollenspiel-Streams, dann schaut doch mal auf dem Nerdpol vorbei. Da gibt es einen Streamkalender, da ist fast jeden Tag ein anderer Rollenspiel-Stream aufgeführt. Da könnt ihr euch satt sehen. Oder wenn ihr da nichts für euch findet, gibt es auch ein Stream-Archiv von all den Streams, die schon gewesen sind. Da könnt ihr dann auch nochmal drin rumstöbern. Da findet sich bestimmt was, was euch gefällt. Und falls ihr selber mal spielen wollt, könnt ihr da auch eine Gruppensuche starten oder sonst irgendetwas. Uns im Discord mal ansprechen, wenn wir da sind, mit uns eine Runde quatschen. Und falls ihr uns in Real Life sehen wollt, zumindest mich, die Feder und den Rerion, Pölle und Leopardin leider nicht, weil die nicht dahin kommen, könnt ihr auf die Nerdcon kommen. Die ist nämlich Ende August. Alle Informationen findet ihr auch auf dem Nerdpol. Und da gibt es auch noch ein paar Karten für. Also, falls ihr da noch Lust habt, bis zum 30. könnt ihr euch noch, bis zum 30.06. könnt ihr euch noch eine Karte sichern. Und wir würden uns freuen. Genau. Ja, da könnt ihr dann eine Runde bei mir mitspielen oder bei Feder. Die macht, glaube ich, auch was. Ich weiß gar nicht, ob Rerion was anbietet. Spielleitest du auch was, Rerion? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Dann ist er einfach nur da und der darf geknuddelt werden. Ja, genau. Der hat so ein Schild, Free Hugs. Ja. Genau, gut, ja. Need Love. Mit Klingen der Nacht geht es voraussichtlich schon nächste Woche weiter. Das heißt, ihr müsst nicht so lange auf die nächste Folge warten. Denn nach meinem Kalender spielen wir am 12., glaube ich, ne? Mittwoch, also schon am Mittwoch weiter. Also, schaut nicht. Da schüttelt, nee. Schüttelt den Kopf. Also ich kann zumindest nicht. Aber das klären wir offline, glaube ich. Dann spielen wir nicht am Mittwoch weiter, sondern dann wird die Pause wahrscheinlich sehr, sehr lang, bis die nächste Folge kommt. Mal schauen. Es wird Fluff geben. Alles, was ihr wissen müsst. Ja, Nordpol läuft. Oder ihr folgt mir auf Twitter oder so, da gibt es manchmal auch Infos. Und der Rerion, der ist auch auf Twitter und, Moment, wo ist er denn? Da unten, da unten. Es ist schwer manchmal. Apropos, wann geht's, also jetzt mal abgesehen davon, dass wir uns nicht einig sind, wann Klingende Nacht weitergeht, wann können wir, wenn Lothir das nächste Mal sehen oder Rerion das nächste Mal sehen, irgendwo anders vielleicht? Also, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, geht's direkt am 10. schon weiter mit den Transsilvanischen Chroniken. Vampire Dark Ages, ja, wenn ihr da Bock drauf habt, beziehungsweise vom Regelwerk her, glaube ich, so ein WoD-Vampire-Mischmasch aus allen möglichen Editionen. Mhm. Ja, sehr spannend. Schaut da unbedingt mal rein, wenn ihr das Mittelalter mit Vampiren, das frühe Mittelalter sogar mit Vampiren erleben wollt. Ja. Ja. Was, welches Jahr fängt das an? 1000 noch was, ne? 1198. Ja. Ah ja, frühes Mittelalter. Je nach Zählung. Hm. Ja. Ja, und Feder, wo sieht man dich das nächste Mal? Nächsten Sonntag, also nicht diesen, 16. sondern nächsten. Genau. Und zwar gibt es da den zweiten Teil meines One-Shots in 3 Akten, nämlich Akt 2, in einem Paralleluniversum in der heutigen Zeit ist ein Virus ausgebrochen, der Mutanten hervorbringt. Bisher hat er vor allem Tiere befallen, aber jetzt sind wohl die ersten menschlichen Infizierten aufgetaucht und ich habe 4 mutige Forscher, die sich dem Problem stellen und versuchen, dem auf wissenschaftlicher Ebene zu begegnen. Und sie haben im letzten Stream eine Aufgabe bekommen, die sie vor ungeahnte Herausforderungen und Probleme stellt. Ich formuliere es mal so und jetzt schauen wir dann in Akt 2, was sie denn daraus machen. Ja, cool. Und natürlich, es gibt wieder kluge Sprüche von mir am Sonntag. Ja, das hoffe ich doch mal, dass du da kluge Sprüche machst. Ja. Aber Ikaju oder Feder haben auf jeden Fall die Engelrunde am Donnerstag, hast du vergessen. Das sieht man dich früher noch. Ne? Da habe ich Schminke im Gesicht und sehe total komisch aus. Ja. Gut, der Pölle spielt, glaube ich, außer mir nirgendwo anders. Das heißt, yay. Sonntag! Ja, Phileasson geht weiter. Genau. Und da spielt die Leopardin auch mit. Die spielt, glaube ich, sonst auch beim Hotney momentan. Aber das dauert auch noch, bis es da weitergeht. Aber sonst irgendwie auch nirgendwo mehr mit, außer bei mir. Bei Mischka, bei Pedro. So. Ach ja, stimmt. Das leitest du nämlich gar nicht. Ha! Stimmt, ja. So, Mischka. Aber das geht auch noch nicht lange. Das dauert weiter. Auch noch ewig, ja, das ist alles schwierig. Aber theoretisch habe ich 3 verschiedene Spielleiter zurzeit, ja. Ja. Okay, ja, also schaut mal wieder rein, informiert euch auf dem Nordpol oder anderswo, woran es weitergeht. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und Tag oder Morgen, je nachdem, wann ihr es guckt, und sage Tschüss. Tschüss.